Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, herzlich willkommen hier im Hofgarten-Kabarett zu einer sicherlich anregenden, inspirierenden Dialogveranstaltung mit unserer Spitzenkandidatin in Bayern für die Landtagswahl, Natascha Kohnen aus München, und unserem Spitzenkabarettisten aus Aschaffenburg, Urban Priol. Die Veranstaltung heute Abend steht unter dem Motto Kohnen Plus. Es ist eine Reihe in Bayern. Natascha Kohnen war jetzt schon viel in Bayern unterwegs. Sie trifft sich mit Persönlichkeiten, interessanten Persönlichkeiten aus allen Bereichen unseres gesellschaftlichen Lebens, um mit ihnen gemeinsam die virulenten und wichtigen, brisanten Themen, die die Menschen bewegen, in Bayern und natürlich auch die Landespolitik behandeln. Und da haben wir ja eine Vielzahl von Themen, meine Damen und Herren, die auf unserer Agenda ganz, ganz oben stehen. Ich nenne nur einige Stichworte: die kostenfreie Bildung, die kostenfreien Kitas, Bildung von Anfang an, bezahlbare Wohnungen für alle, eine würdevolle Pflege und eine moderne, den Bedürfnissen angepasste Familienpolitik. Und hier wollen wir natürlich deutlich machen, was uns von der CSU-Regierung unterscheidet, wo wir Versäumnisse der CSU-Staatsregierung sehen, und deutlich machen, dass wir Sozialdemokraten in Bayern gebraucht werden. Bayern, meine Damen und Herren, ist beileibe nicht das Land einer Partei. Bayern, das sind wir alle. Aber über all das wird Natascha Kohnen mit Urban Priol jetzt gleich zu Ihnen sprechen. Liebe Natascha, sie ist noch hinter der Bühne, herzlichen Dank an dieser Stelle, dass du heute erneut nach Aschaffenburg gekommen bist. Und der ein oder andere Gast weiß ja, dass Natascha im Januar bei uns war zu unserem Neujahrsempfang und dort unsere Neujahrsrede, die Festrede, gehalten hat und dabei viel Zuspruch und Sympathie erfahren hat. Ich schätze Natascha Kohnen außerordentlich als Landtagskollegin und freue mich sehr, dass wir in den Landtagswahlkampf nun mit einer Frau gehen an der Spitze. Einer Frau, die intelligent, kompetent, sympathisch, durchsetzungsfähig und kämpferisch, aber dabei nie schrill oder populistisch agiert. Der Gesprächspartner heute Abend ist Urban Priol und ich denke, ihn brauche ich nicht groß vorzustellen. Man kennt ihn, man schätzt ihn und hört ihm natürlich auch gerne zu, aber aus anderen Gründen, denn er polarisiert und polemisiert immer mit großer Freude und Lust. Er begeistert sein Publikum, egal hier, ob auf der Bühne oder im Fernsehen. Und dabei kriegen wir alle ziemlich gleichmäßig unser Fett ab. Allerdings hatte es ihm bislang die Kanzlerin besonders angetan, meine Damen und Herren. Und ich denke, lieber Urban, dass du dir jetzt im Landtagswahlkampf in Bayern auch einige andere Kandidaten ausgesucht hast. Und ich bin überzeugt, dass dazu die ein oder andere passende Anmerkung jetzt dann auch gleich folgen wirst. Herzlichen Dank also an dieser Stelle an Urban Priol, dass er die Einladung heute Abend auch angenommen hat und dass wir heute in seinem Kabarett sozusagen Gast sein dürfen. Meine Damen und Herren, der Ablauf wird so sein, dass Natascha und Urban sich eine halbe, dreiviertel Stunde unterhalten über Gott und die Welt, über alles Mögliche, die politischen Themen natürlich auch politisch aufspießen werden. Und Sie haben danach, und das ist ganz wichtig, ausgiebig Gelegenheit, alle Fragen zu stellen, die Sie schon immer stellen wollten, an Urban und an unsere Spitzenkandidatin Natascha Kohnen.
Ich freue mich sehr, wenn ich jetzt in die Runde gucke, dass unsere Veranstaltung so großen Anklang gefunden hat. Es ist wirklich kein Platz mehr frei. Und ich darf an dieser Stelle unter den Gästen sehr herzlich begrüßen unseren Kandidaten für die Landtagswahl aus Aschaffenburg-Ost, Michael Fotokihagias. Ich habe das lange geübt, lieber Michael. Die Bezirksrätin Leonie Kapperer. Unsere Kreisvorsitzende Anita Pefken-Dreikorn. Den Vorsitzenden des Stadtverbandes Manuel Michniok. Und aus dem Aschaffenburger Stadtrat unseren Fraktionsvorsitzenden Wolfgang Gegerich. Ich begrüße den Bürgermeister, den habe ich schon gesehen, aus Heigenbrücken, Werner Englert. Und den Bürgermeister aus Goldbach, Thomas Grimm. Herr Grimm, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Sie die Farbe schon gewechselt haben, von Orange zu Rot. Genau, alle vier Farben, wunderbar. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich und wir dürfen uns jetzt freuen auf ein sicherlich anregendes Gespräch, auf einen munteren Austausch und sicherlich auch munteren Schlagabtausch. Und ich sage jetzt einfach, Bühne frei, Vorhang auf für Natascha Kohn und Urban Priol. Dankeschön. Ja, liebe Martina Fehlner, herzlichen Dank. Wir haben natürlich der Begrüßung hier mit Spannung gelauscht, auf jedes Wort, auf jedes einzelne Selbstverständlich. Wort. Und dann habe ich erfahren, Urban. Seht ihr, sonst tun mir gerade das Ding noch. Ah, der Herr. Ja, ah. Der Herr Klapp. Natürlich. Abgesehen davon, da hinten sind noch 3-4 Plätze frei, weil da hinten auch noch welche stehen. Wenn Sie wollen, können Sie einfach darüber spazieren. So, jetzt habe ich ja schon einige, sag ich mal, Beschreibungen über dich gehört. Du hast eine spezielle Freundin und ich war ja hier schon im Januar bei dem Neujahrsempfang und dann bin ich auf die Toilette gegangen. Ich weiß nicht, ob Sie hier schon mal auf die Toilette gegangen sind. Die Damen bitte, die Damen. Die Damen. Die Damen. Ja, die Herrentoilette habe ich noch nicht studiert, aber die Damentoilette hat etwas ganz Merkwürdiges. Die heißt Merkel. Ja. Die hat uns viel Geld gespart, weil wir haben ja 1998 hier begonnen. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen jetzt einfach die Damentoilette, benennen wir nach Frauen, die in führender Weise politisch tätig sind. Das war ja damals schon recht früh, leider. Dann Frau Merkel und... da war sie noch nicht in der Regierung. Als sie dann Regierungschefin wurde, konnte das Schild hängen bleiben. Es hing also weiter bei den Frauen Merkel. Und bei den Männern mussten wir sehr viel wechseln. Bei den Vizekanzlern. Wir hatten den Kanzler natürlich gehabt. Das war klar, das war Gerd, nicht? Super, danke, Gerd. Du hast aber jetzt nicht Angela und Gerd, sondern Merkel und Gerd. Nein, da war Merkel, ja. Sie ist so neutral, ich weigere mich anzuerkennen, dass sie vielleicht so etwas wie einen Vornamen haben könnte. drüben war Gerd und dann war Münte und es waren also viele. Also die SPD hat uns viel Geld gekostet, was die Beschilderung der Herrentoiletten anging in den letzten Jahren. Da muss ich sagen, da sieht man wieder mal, die Union kann mit Geld halt besser umgehen. Die erste Provokation, ich habe eine Strichliste dabei. Sag mal, weil wir sind ja heute da, ich bin natürlich auch völlig selbstlos, ich lade natürlich immer Leute ein, über die ich einfach noch mehr wissen will, aber eben nicht nur vom Kabarett her und so weiter, da kenne ich dich ja gut, sondern über dich auch. Und ich glaube, Sie kennen wahrscheinlich Urban Priol auch, aber gewisse Fragen haben Sie ihm auch noch nicht gestellt. Wann bist du eigentlich zum ersten Mal auf die Idee gekommen, Kabarett zu machen oder überhaupt so ein Gefühl? Prost mir jetzt erstmal, weil es wird eine längere Geschichte jetzt. Ich habe ihn natürlich schon vorher gelesen, jetzt bin ich mal gespannt. Auf Ihr Wohl. Zum Wohl. Cheerio, wir sind in Bayern. Also es ging damit, es ging,
Es ging eigentlich, die satirische Ader ging, also begann zu pulsen, das war in der Schulzeit schon. Ich war wahnsinnig schlecht in Sport. Also ich konnte nichts. Also ich konnte gar nichts. Purzelbaum? Nein, ich konnte nichts. Das Schlimmste war für mich Hochsprung. Da hatten wir damals noch diese Blechstangen. Und ich hatte immer wahnsinnige Angst, mich zu verletzen. Dass du das Kreuz brichst, oder? Ja, und bin gern geschwommen und so, aber so, also im Schulsport war furchtbar. Und du musstest ja mit irgendwas die Mädels ein bisschen beeindrucken. Also das war bei mir mit Sport nicht möglich. Für ein angemessenes Mofa hat es Geld auch nie gelangt. Ich hatte immer nur eine Herkules M2 und die anderen kamen dann mit der M4 oder M5 und waren auch die Könige. Und unser damaliger Turnlehrer Davor Ramuscak aus, damals hieß es noch Jugoslawien, na, der hat immer nur gesagt, also für mich ist wirklich als Trauma geblieben, der Hochsprung einfach. Und da hieß es immer nur, kommst du auf Latte, kriegst schon 5. Dann habe ich mir gedacht, naja, da musste also, damals kam gerade der Fosbury-Flop, kam gerade in Mode und ich war also der Flop, weil Fosbury, da hat es bei mir nicht dazu gereicht. Und ich bin dann einfach immer an diesem Metallding vorbeigelaufen. Ich habe dann meine 6 immer kassiert und habe gesagt, aber der Rücken ist heil geblieben. Also so ging es mal los. Dann konnte ich die Lehrer nicht ernst nehmen, es gelang mir nie. Also es war immer schwer bei mir, dass ich Obrigkeiten ernst nehmen konnte. Ich weiß nicht warum, aber ich konnte es einfach nicht. Und ich habe in der Schule dann immer angefangen, habe die Lehrer so ein bisschen nachgemacht und dann so mit 14, 15 kam das politische Interesse dazu. Da liefen dann im ZDF immer mit Dieter Hildebrand die Notizen aus der Provinz, die ich also wirklich verschlungen habe. Das ist aber einfach großartig. Gab es denn irgendein politisches Ereignis? Für mich gab es so einen Moment, aber was war der Moment bei dir, wo du gesagt hast... Also meins war, als meine Schwester, die ist 9 Jahre älter, die kam Tränen aufgelöst irgendwann, im Mai war es, glaube ich, Anfang der 70er, und hat gesagt, Willy Brandt ist zurückgetreten, Willy Brandt. Und das war also ein Riesenthema dann bei uns, auch bei Familienfeiern. Also wir hatten damals, gab ja immer die großen Familienfeiern, Onkel, Tanten waren alle da und dann die Mutter immer gesagt, bitte also streit nicht vor der Suppe, ne? Erst danach. Und dann haben alle noch ihre Suppe gegessen und dann ging es aber los. Da hatten wir stramme CSUler, SPDler, also es war alles von Brand an die Wand über hör auf, das ist gut, das mal jetzt ein bisschen, das Land muss rot werden. Und so bin ich aufgewachsen, so wurde ich sozialisiert. Also und da erwachte mein Interesse und dann also meine in Tränen aufgelöste Schwester, als Willy Brandt zurückgetreten war, also, da muss was Schlimmes passiert sein. Und dann habe ich mich damit auch beschäftigt und dann seitdem war ich also auch schon sehr interessiert an dem, was politisch bei uns passiert. Und dann wie hast war du die denn ersten dein Haushalt eigentlich so, wo du aufgewachsen bist? Also du scheinst ja auch ein bisschen was mit Politik zu tun zu haben, wenn ich das so richtig es war aus nie geplant. Martinas es war nie geplant. Moderation... Nein, ich bin groß geworden, also ich bin geboren in München, meine Mutter kommt aus Irland, mein Vater ist aus Rheinland-Pfalz. Ein Pfälzer, hajo. Ein Pfälzer. Über die Brick. Ah, über die Brick, ah, das ist aber toll. Also das ist wieder, ne, das sagt mir immer, in München hat es kein Münchner mehr, gell? Da haben wir eine halbe Irin und eine halbe Pelzer. Na jo, das ist gut. Hätte ich ja vielleicht einen Schoppe bringen müssen, den gibt es auch immer im halben Liter. Und ich denke, ich höre meine Oma. Das ist ein Flashback mit meiner Oma jetzt gerade. Die hat super Apfelkuchen übrigens gemacht. Aber... Genau, und dann haben sich aber meine Eltern sehr, sehr früh getrennt und dann bin ich bei meinem Vater erstmal alleine aufgewachsen, bis ich 6 war, mein Bruder ist 8 und dann hat mein Vater nochmal geheiratet und wir waren ein wirklich durch und durch 68er-Haus. Ja, volles Rohr. Da ging es sehr, sehr lebendig. Herr Dobrindt, weghören heute Abend, wenn das kommt. Ja, genau, abgesehen davon, ich musste so lachen, als der Söder, wissen Sie ja, was der Söder in seinem Zimmer, in seinem Jugendzimmer hängen hatte, was für ein Plakat, ne? Franz Josef Strauß. Und wie ich das gelesen habe, musste ich dann wirklich mein Plakat, bei mir hing Bob Dylan. Wie soll es anders sein? Also logisch. Ich hatte an meinem Bettpfosten unten... Ich war übrigens in jedem Bob-Dylan-Konzert. Ja, ich hatte an meinem Bettpfosten unten den 76er-Wahlslogan zieht mit Weltschmidt. Du, aber... Als ich dann auf die erste Nachrüstungsdemo ging, habe ich mich aber auch geschämt. Nein, aber weißt du was bei mir, weil du gerade sagst, Schmidt... Also auf jeden Fall wohnten wir in diesem Haus und es war immer offen und da konnte kommen und gehen, wer wollte. Und mein Bruder und ich, das war so ein bisschen, ich weiß nicht, ob Sie die Werbung kennen, wo der kleine Junge auf dem Dach sitzt und zu seinem Vater sagt, Papa, die Freunde haben ein Auto, die haben einen Swimmingpool oder irgendwas. Und dann der Vater meinte,
das sind Spießer. Und, so. Und mein Bruder und ich dachten, oh Gott, wenn wir einmal nicht Fingerfarben und einmal nicht Improvisationstheater, wir würden einfach gerne einfach mal Spießer sein, weil das war wirklich auch anstrengend. Also 68 war auch anstrengend für Kinder. Aber in diesem Haus, wo wir wohnten, da wohnte dann auch ein Hausmeister, der war aus dem ehemaligen Jugoslawien. Und der hatte, konnte wirklich überhaupt gar kein Deutsch. Und weißt du, wen der an der Wand hängen hatte? Schmidt. Ah, ja. Und dann war ich, ja. Ja, naja, gut, das ist... Denn sie wussten nicht, was sie tun. Nein, so war es nicht. Was der Bruder von meinem Turnlehrer, ich weiß es nicht, aber ich weiß nicht, was der... ja, bitte. Auf jeden Fall hat mich meine Mutter dann mitgenommen mal auf den Marienplatz. Und da war, ich weiß gar nicht, wann war das, 82, als Schmidt dann sich verabschiedete auf dem Balkon des Münchner Rathauses. Und da war es für mich als Kind schon bewegend. Da, weißt du noch, damals die Parker mit Deutschlandflagge hier und so weiter. Und da standen lauter Männer mit diesen Parkern und haben geweint. Und immer Helmut, Helmut skandiert. Und für mich war das als Kind total irritierend, weil ich mir dachte, wer ist der Mann oben auf dem Balkon, dass erwachsene Männer wirklich weinen? Und dann habe ich auch begonnen, im Prinzip mal Schmidt zu studieren und habe dann damals... Also war praktisch mein Brand, war dein Schmidt? Könnte man so sagen. Ja. Kommt hin. Aber dann die wirkliche... Waren auch, glaube ich, die letzten, also außer jetzt natürlich auf bayerischer Ebene, die letzten beiden Persönlichkeiten, die die SPD noch gehabt hat. Meine Strichliste... Meine Strichliste. Na, Gerd natürlich zwei. Noch, ne? Das ist klar. Natürlich. Aber da gehe ich mit. Da mache ich dir keinen Strich. Das ist eine gute Sache, ne? Ja. Nee, und? Entschuldige, ich unterbrach dich. In Ordnung. Nein, und dann bin ich aufs Gymnasium gekommen und dann fing bei mir die Zeit an. Weiß nicht, musst du dann sagen, wo du dann warst zu der Zeit. Gorleben soll leben. Atomkraft, nein, danke. Und ich war überzeugter Kämpfer, und das war übrigens Sibylle Schandl, weißt du ja auch noch, Stopp Strauß. Ja. Das habe ich mich nicht getraut. Also Stopp Strauß dachte mir, die ist von der Schule geflogen, nicht so eine gute Idee, aber ich war in der 6. Klasse und bin in Handarbeitsunterricht mit meinem Atomkraft, nein danke. Ich war super klein, also ich bin erst etwas später gewachsen, sonst war so 1,37 oder was, bin da rein, Latzhose. Und dann hat mich die Handarbeitslehrerin rausgeschmissen, hat gesagt, ich soll das Ding abnehmen, und habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Und dann hat sie mich vor die Tür gestellt und da kam mein Direktor vorbei und der hat dann gesagt, was machst denn du hier? Das war ein super Typ. Münchner Gymnasium war das. Und dann habe ich ihm gesagt, die sollte ich abnehmen, das mache ich nicht. Und dann sagt er, naja, dann beugte er sich so runter und sagt, guck mal, machst du ab und nach der Schule machst du es wieder hin. Und das war schon mal so, fand ich ihn schon ganz friedlich und so, und dachte ich mir, oh, okay, okay. Und derselbe Direktor, der hat dann in der 12. Klasse, und das muss man in Bayern erst mal bringen, das war 86, zwei Busse gemietet und hat uns nach Wackersdorf geschickt. Ich hatte noch keine Vorstellung. Und dann bin ich der Exekutiven begegnet in Bayern. Und für mich war das damals unvorstellbar, dass ein Staat Gas, CS-Gas, erinnern Sie sich wahrscheinlich viele noch, auf seine, also das war für mich unvorstellbar, auf die Bäuerinnen und Bäuer, Bauern. Und dann hatten die ja Einheiten aus Berlin, die aus diesem Zaun rauskamen mit Holzlatten und einfach auf die Leute eingeprügelt. Und das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, das ist nicht mein Land. Also damit kann ich nicht leben. Und da begann bei mir dann eine relativ sehr aktive Zeit. Mhm. Haben auch Flugblätter gedruckt und, und. Das ist ja, was heute noch von der CSU übrig ist, diese beiden Anfangskürzel CS, also Reizgas, mehr ist da ja auch nicht. ich habe es ähnlich erlebt, weil wir sind damals 82 zur großen Demo nach Bonn in Hofgarten gegen die Nachrüstung. Im ersten Jahr waren es 300.000, im zweiten Jahr waren es 600.000, unvorstellbare Zahlen. Also nicht Klicks, sondern das waren schon, die waren alle in echt. Die waren zum Anfassen. Ja, die waren auf der Straße. Ich weiß gar nicht, also wir waren mehr Demonstranten als Bonn Einwohner hat. Ich weiß es nicht. Also wie das ging, weiß ich nicht. Aber dann sind wir auch zurückgetrennt und dann haben wir übernachten müssen in der Raststätte. Und dann kamen auch so die Hardliner und haben uns getreten und Dings und haben gesagt, ihr seid auch da von der linken Demo und dann habt ihr da, ihr wollt den Staat kaputt machen. So sowas von wie euch hätten wir früher da und dahin. Und das war auch mein, was mich dann geprägt hat. Dann habe ich gesagt, so, also jetzt machen wir. Da hast du schon studiert zu der Zeit, oder? Nee, das war so die Findungsphase. Ich habe Zivildienst gemacht. Wir hatten damals ja, es war ja, also ich habe 80, habe ich Abi gemacht. Und wir mussten damals ja noch, hui, das war ja, puh, heute darf mir ja keinem mehr erzählen. Also wir hatten, glaube ich, W21, also 21 Monate Wehrdienst für den Staat. Und wenn du dann Zivildienst machen wolltest, musstest du, glaube ich, noch mal 3 Monate drauf. Also es waren knapp 2 Jahre. Und ich bin erst, habe ich gesagt, na, nach dem Abi erst mal einen VW-Bus bunt angemalt und wegfahren und Urlaub und Dings. Und das haben wir gemacht. Und dann habe ich gesagt, erst mal verzögert. Und dann habe ich gesagt, du kommst zu den Sannis also im
im Oktober. So, ja, Sanitäter, kann ja nichts passieren. Dann war ich da und habe gesagt, wo bin ich hier? Ist völlig bescheuert. Und das Schöne war da, unser, also der, ich glaube, der Kompaniefeldwebel, der hieß, unser Zugführer, der Oberleutnant Laukant. Und der war ein großer Russenhasser. Also der hat immer, das war im staatsbürgerlichen Unterricht. Und so kam ich dann auch immer mehr zur Satire. Weil das Blöde war, dass Oberleutnant Laukant hatte zwei Sprachfehler. Ich weiß nicht woher, aber er konnte das S und das F nicht sprechen. Und fuhr immer mit einem orangefarbenen Skoda MB 110. Also das Auto praktisch vom Feind. Fuhr er immer auf den Kasernenhof und dann hatten wir die erste Doppelstunde staatsbürgerlicher Unterricht, hieß es damals. Und dann kam der rein, wir mussten alle aufstehen, dann durften wir uns wieder setzen, dann stand er da und hat gesagt, Poldaten! Abgepappt! Der Ruppe ibt der Peint! Was? Also es sollte uns einschwören, der Russe ist der Feind. Hat sich bis heute ja nicht so viel geändert. Aber als er da stand und gesagt hat, der Ruppe ebt der Pein, da wusste ich, hier wärst du nicht alt. Und ich konnte mir das alles nicht merken, diese ganzen Potepes und was es ist. Ich wusste nie, welche Schnörkel und Dings. Und dann war es so, also nach der Grundausbildung und ich muss dann irgendwo, ich habe dann mal den Stabsfeldwebel danach gemacht und den Spieß nachgemacht und dummerweise, als die in einem anderen Zimmer waren, habe ich den ganzen Zug rausgerufen. Der eine sprach wie Rühmann, da habe ich gesagt, die zweite so, Türen auf. Und dann haben die alle gesagt, ah, und ich stand da, haha, dann hat mir einer auf die Schulter geklopft. Und dann habe ich gesagt, jetzt gehst du mindestens zwei Tage in Bau oder so. Ne? Und dann haben die aber erst mal gefragt, wen können sie denn noch? Und dann wurde ich als Ordonnanz eingeteilt und musste dann am bunten Abend dann den und den noch niedermachen und bei allen NATO-Manövern war ich nur, machen Sie mal den nach, müssen jetzt nicht in den Schlamm, es geht schon so. Und, aber natürlich hatte ich dann Zeit und habe gesagt, was will ich hier? Und habe dann nach der Grundausbildung habe ich verweigert. Und das war auch ganz interessant, weil ich war dann in der Sanitätseinheit und da waren wir also 15 Sanitätssoldaten und dann hattest du auf einmal Zeit nachzudenken. Und dann saß du, ich war so hier wie hier, ich war Truppenarztschreiber, das war auch ganz toll. Und saß dann so da und hab dann gesagt, oh ja, kommt ja eh keiner, liest du was. Und dann kam Major Grün, hieß der, weiß ich noch. Und der hat gesagt, was machen Sie hier? Sag ich, ja, ich warte, bis der nächste Patient kommt. Wieso lesen Sie? Sag ich, ja, weil ich sonst nichts zu tun habe. Ist nicht verboten, also Sie müssen hier sitzen und warten. Ich sag, ich hock doch nicht hier 3-4 Stunden und tu das Zeug mir an. Also es war jedenfalls, es gab öfters Konflikte und dann irgendwann habe ich gesagt, also das ist ja alles Gaga hier und ich verweigere. Und zwei andere aus der Einheit haben auch verweigert. Und damals gab es bei der Bundeswehr diese wunderschöne Bestimmung, dass also wenn ein Drittel einer Einheit, die ging dann natürlich von Panzerverbänden von 600 Soldaten aus, dass also 200 verweigert hätten, wenn die verweigern, ist von einer Verschwörung auszugehen. Und dann muss der militärische Abschirmdienst, also von ein Fünftel, und dann muss der militärische Abschirmdienst auf die angesetzt werden. Und jetzt waren wir halt diese 15 Soldaten, 3 davon hatten verweigert. Wir waren 15 und ich ging am nächsten Morgen wieder meiner Arbeit nach als Truppenarztschreiber. Auf einmal war mein Arzt weg. Und es kam dann einer rein, also wirklich vom militärischen Abschirmdienst geschultes Personal, der dann sagte, Herr Priol, was haben Sie denn für Probleme bei uns? Mir ist da was zu Ohren gekommen. Ich habe gesagt, wir müssen doch jetzt die Patienten. Nein, wir reden jetzt erstmal über dies und jenes. Also es war dann so, irgendwann, es hat geklappt, ich habe verweigert. Und dann bin ich noch 18 Monate bei den Maltesern hier Rettungswagen gefahren. Und das war dann wirklich die Schule fürs Leben. Also nicht beim Bund, aber das war dann. Und dann wolltest du Lehrer werden? Danach wollte ich eigentlich Lehrer werden, weil es war der Wunsch von meiner Mutter. Mein Vater ist da war ich noch sehr jung. 17 ist mein Vater gestorben. Der war allerdings auch schon etwas betagt. Ich sage immer, er war, als ich zur Welt kam, also als er mich gemacht, also als gezeugt, also war er, ich weiß auch nicht warum, war er 67, also es war schon, ich sage dann immer gerne, ich war der goldene Schuss und starb dann leider schon mit, dann 85 war ich schon 17, also erst 17 und dann hat meine Mutter, weil mein Vater war auch Rektor und dann hat meine Mutter halt immer den Wunsch gehabt, dass ich doch, gell, wie der Papa, es wäre schön, wenn du Lehrer wirst. Aber da war dann, du hast auch Russisch als Fach gelernt. Ja, ja, ne, erstmal habe ich schon, okay, also ein bisschen Auflehnung musste sein. Ich habe gesagt, habe ich Geografie studiert, weil ich wollte Landschaftsarchitekt werden. Gut, und dann
war das auch ein Semester in Würzburg am Hubland. Und der damalige Professor, der war auch ein etwas sehr, na sagen wir mal, also ich ging zur Vorstellung in sein Büro und dann hing oben was an der Decke? Franz Josef Strauß. Und dann wusste ich schon, glaube, wir werden nicht so Freunde. Und die Tasse, die Kaffeetasse war auch Löwe und Raute. Und die Vorlesung begann mit den Worten, was machen die ganzen Mädels hier? Habt ihr zu Hause nichts zu tun? Geht sofort wieder an den Herd. Ihr habt im Hörsaal nichts verloren. Danach bin ich heim, erst mal eine Flasche Wein getrunken. Dass ich das einigermaßen überstanden habe. Und dann wusste ich, das ist nichts für dich, das geht nicht. Also da wirst du nie glücklich werden. Und dann habe ich mir 82 gesagt, jetzt mach das, was dir Spaß macht. Und es waren Sprachen eben und Geschichte. Also das Interesse hatte ich etwas später entdeckt. Im Kronberg-Gymnasium, wo ich Abi gemacht habe, hatte ich Leistungskurs Geschichte und Englisch, Erdkunde. Und habe noch gezockt und habe gesagt, okay, du lernst auf Erdkunde, da machst du 15 Punkte, Geschichte machst du nichts, da holst du 0. Gibt aufgerundet 8. Hat auch so geklappt. Nur als ich dann mein Interesse für Geschichte entdeckt hatte und dann Geschichte studiert habe, musste ich ja studienbegleitendes Praktikum und Blockpraktikum und wurde dann dem Geschichtslehrer zugeteilt hier am Kronberg, bei dem ich die 0-Punkte-Abiturprüfung super geschrieben Idee. Hatte. Das war super toll, als ich dann reinkam, ich werde das Gesicht auch nie vergessen. Und dann habe ich dann nimm noch was dazu, Sprachen, das könnte ja irgendwann mal interessant sein, dass du also Englisch und Russisch und habe dann noch 4 Semester Russisch studiert. Und es war sehr schön, weil wir hatten eine Woche in Russland, also in Moskau, und das mal zu erleben, damals Anfang der 80er, war schon wahnsinnig spannend. Und dann habe ich angefangen, weil die an der Uni so eine englische Theatergruppe hatten, habe ich gesagt, oh, mach mal ein bisschen, das wäre was für dich, probier dich mal aus. Hab dann angefangen, dort noch in der Theatergruppe mitzuspielen und dann irgendwann war klar, also an der Uni wirst du nicht enden. Aber die Politik hat sich durchgezogen noch, also ja. Sozusagen das politische Interesse, aber eher ja, so ich habe 1982 mit Klaus Stab, der hier schon ein sehr berühmter Liedermacher war in Aschaffenburg, mit dem ich zusammen auch, also er war fester Rettungssanitäter, ich war nur Zivildienst an der Wache bei den Maltesern und ich war der Pausenclown. Und dann hat er gesagt, ey, wir machen mit dem Reinhard Pacesny und dem Norbert Meithof machen wir einen Abend zu dritt, hättest du nicht Lust, mal 5 Minuten auch was zu machen. Und so kam das dann Oktober. Der Einstieg. Ja, das war der Einstieg, Oktober 82. Also der Dicke hatte damals angefangen, die Politik zu übernehmen. Gesagt, Helmut Kohl und ich, wir haben beide im gleichen Monat angefangen, Kabarett zu machen. Das ist schon etwas. Aber dann bist du im Prinzip, also ich bin ja einfach schlichtweg mit Kohl groß geworden, weil Schmidt hat sich verabschiedet auf dem Rathausbalkon und dann war Feierabend ja, sozusagen. Ja, ich bin Taxi gefahren und hab die Meldung gehört im Radio, dass also dann, dass die Verräterischen von der FDP einfach übergelaufen sind und dann war ich so geschockt wie meine Schwester ein paar Jahre vorher bei Willy Brandt, wo ich gesagt habe, es kann doch nicht sein, dass jetzt, doch nicht der, weil wir hatten ja den 76er Wahlkampf noch gehabt. Und dann den 80er mit Strauß und wir haben gesagt, das wird nie kommen, die kommen bei uns nicht dran. Und dann waren sie dran, dann stand dieser Dicke da, Birne, das war damals für uns immer nur Birne. Titanic fing an, dieses wunderbare Cover gehabt, eine Birne muss weg. Und wir sind damals, haben gesagt, jetzt machen wir was. Und dann ging es 82 mit Helmut Kohl auf die Bühne und dann haben wir gesagt, okay, das kapieren die Leute, dass das einfach nur ein Vollhonk ist. Na, wir müssen ein paar Witze auf der Bühne machen, machst ein bisschen nach. Und sagt, also zunächst einmal machen Sie mal und schauen Sie mal. Da habe ich gesagt, da werden die Leute es schon kapieren. Also junge Bühne, damals hatte ich angefangen, 80 Zuschauer. Und dann habe ich gesagt, also größer war die Bühne nicht. Und dann habe ich gesagt, die 80 tragen das weiter und noch 3-4 Wochen Witze über Kohl. Und dann ist er weg, da wurden lange 16 Jahre draus. So was stählt. Da hattest du aber noch keine Toilette zum Beschicken. Nein, da hätte ich auch nie gedacht, dass das irgendwann mal in die Richtung geht und dass es da endet, obwohl ich immer schon Lust hatte. Ja, das ist aber genau die Frage. Ab welchem Moment denn sozusagen, du hast ja sozusagen da mal eine halbe Stunde angefangen und so weiter, aber wann kam denn dann der Entschluss? Du hast ja im Prinzip dann das Studium gar nicht beendet. Ja, erst war ich Gast bei Klaus Stab in seinem Programm, da habe ich mal so 10 Minuten gemacht, dann hatten wir das erste Duo-Programm zusammen gemacht und dann haben wir uns 1986 in Passau beworben fürs Passauer Scharfrichterbeil. Also das ist der Preis für den besten Nachwuchs, Kabarettnachwuchs im deutschsprachigen Raum. Und haben wir damals irre viele, die, das waren 70, 80, die sich beworben hatten. Und dann kamen wir in die 5er-Auswahl.
Und wir wussten, auch Qualdinger hat dort gespielt und Sigi Zimmerschieden, also Ehrfurcht und oh ja, und Bruno Jonas und oh. Und dann habe ich zum Klaus nur gesagt, komm ey, wir sind in den letzten fünf, es reicht doch schon, fahren wir da hin, gucken wir, was wird. Und dann hat man gewonnen und dann habe ich gewusst, ah, könnt Beruf werden. Macht doch Spaß. Und dann habe ich konsequent es einfach weiter verfolgt. Und dann habe ich 1988, hat mich dann in Sommerhausen, da wollten wir auftreten, nein, 86 war das schon, im Boxhorn, der Matthias Repiskus gefragt, ich habe gehört, ihr macht da was an der Uni, kann ich mir das mal angucken, kam er hin. Dann bin ich zu ihm, habe gesagt, wir machen auch Kabarettprogramm und so, dürften wir mal auftreten. Und dann durften wir auftreten, wir mussten einspringen, es fiel also ein Künstler aus, also es war auch Glück. Und dann waren wir, 86 haben wir dann angefangen und seitdem war es dann mein Leben. Also ich habe nicht irgendwie das geplant oder habe gesagt, ich muss jetzt ganz schnell da nach oben. Und so wie es heute machen, sagen ja viele, ja, wie lange dauert denn das? Also mich, also bis viele junge Künstler, die mich auch fragen, wann bin ich denn so weit? Was brauche ich denn, damit ich irgendwann mal da bin, wo du bist? Und dann sage ich, du brauchst viel Zeit und viel Geduld. Also gib dir... habe ich gesagt, gib dir 15 bis 20 Jahre. Dann habe ich immer nur in offene Münder geguckt. Ich gesagt, wie lange? Ja, aber ich habe doch schon einen 5-Minuten-Clip eingestellt. Bei Dings, sage ich, wie oft angeklickt. Muss halt noch ein bisschen mehr sein. Ne? Aber du giltst ja auch als einer der Fleißigsten sozusagen. Also da steckt ja auch irrsinnig viel Schufterei. Wie hast du gesagt, 330? Ja, das war hier, als wir die Bühne aufgemacht hatten und die Kreditlinie war ausgeschöpft und die Handwerker standen draußen. Und da habe ich gesagt, man muss ja irgendwie auch bezahlen. Und dann hatte ich in der Zeit, also kurz bevor wir eröffnet hatten, das war der Höhepunkt, das war ein Tag, da hatte ich 5 Auftritte an einem Tag. Also ich hatte morgens Frühschoppen, dann hatte ich um 14 Uhr den Frühschoppen nochmal wiederholt, dann bin ich um 16 Uhr zum 60. Geburtstag, dann habe ich abends um 20 Uhr mein Abendprogramm gespielt und dann gab es noch eine Mitternachtsshow. Und da bin ich am nächsten Morgen zu einem Handwerker und habe gesagt, ich habe wieder was, ihr könnt weiterbauen. Das kann wieder weitermachen. Ja. Nee, 86 war ich sozusagen in Wackersdorf, 87 habe ich dann Abi gemacht. Ich habe ja dann Biochemie, wahrscheinlich nicht eines deiner Lieblingsfächer, nehme ich mal an. Ich habe also alle fiesen Fächer gemacht. Meine Biolehrerin wollte mich durchschmeißen durchs Abi, aber es ist ihr nicht gelungen. Ja, nee, ich habe das dann studiert in Regensburg, auch hier in Bayern. Und bei mir, ja, auch hier in Bayern, man weiß ja nicht. Bayern ist ein irres Land. Ich sage immer, wenn ich hier Aschaffenburg, wenn ich auf die A3 fahre, also wenn ich mal drauf komme. Das war euer Insider. Und entscheide mir und sage, okay, ich biege rechts ab und fahre 400 Kilometer, bin ich immer noch in Bayern. Wenn ich links abbiege und fahre 400 Kilometer, bin ich in Lüttich. Also da kann man schon mal... Ja, du wirst lachen. Wenn vielleicht erklärt es in der momentanen Grenzdebatte auch etwas eingeschränkt. Den Begrenzten. Nein, aber der Punkt ist der, wenn man jetzt zum Beispiel mit Olaf Scholz oder so, der staunt schon, wenn er hier, sie müssen wir wirklich mal hierher bringen. Olaf Scholz. Ja, Olaf Scholz. Der steht Hamburg. Drüben am Klo als Schild, das reicht. Aber wenn du die sozusagen, die sagst, komm nach Bayern und die haben überhaupt gar keine Vorstellung von der Fläche, aber das ist ja auch klar. Die denken, ihr seid Hessen. Ja, ich muss auch mal da eins sagen. Also momentan, was jetzt von der Staatsregierung in Bayern abgeht, bin ich sehr froh, dass wir hier jenseits, weil ja damals hat ja alles mit der Lautverschiebung zu tun, also die zweite Lautverschiebung, die Benrather Linie, weshalb halt viele hier bei uns so babble, wie mir babble. Und ein paar Kilometer weiter ist dann diese Benrather Linie drüber gezogen und da reden es dann halt so schon ein wenig mehr so etwas langsamer und ruhiger, ne? Und wenn auch dann, je näher du an Würzburg kommst, kommt dann die Maulfaule, ne? Also Dialektik, wo es dann einfach so, ich habe heute Mittag wieder dreimal Putz geben müssen. Und da sind wir noch etwas kräftiger, also bin ich sehr dankbar. Wenn du dann Richtung München kommst, dann langsam? Da wird es schon wieder besser. Ich kann dieses Leichte, also da habe ich immer Schwierigkeiten gehabt. Würzburg, mal ja studiert und dann immer, hallo, hier dürfen es für nichts gebaut. Ganz schlimm, also wirklich, war für mich schon, war schlimm. Also ich bin gerade momentan, nochmal um zurückzukommen auf das, was sich ja unsere Staatsregierung leistet seit, man muss eigentlich sagen, seit 2-3 Jahren. Ich bin gottfroh um unseren Dialekt hier, weil wenn ich außerhalb Bayerns auf Tour gefragt werde, wo ich herkomme, kann ich immer sagen, oh ja, ich bin da so bei Frankfurt. Das ist wirklich,
Das ist echt toll. Das ist wirklich toll. Das entspannt kolossal. Es ist ja, ich muss ja, weil wir gerade Dialekt haben und wir haben ja unseren tollen neuen Ministerpräsidenten seit ein paar Monaten. Und da ist mir, ich musste damals, als ich Englisch studiert habe, Professor Standup, Sprachwissenschaft, also eine Koryphäe, und da mussten wir dann Dialekte vergleichen. Und jeder musste seinen Dialekt bringen. Also, und dann wurde also geguckt, mit wem stimmt der so überein. Das war ganz interessant, weil ich habe mir gedacht, na klar, wir sind also 7 Kilometer bis Hessen, das ist logisch, also Südhessen halt, ne? Und das stimmt gar nicht. Also wir haben die meisten Matching Numbers vom Dialekt her, also von unser Mainfränkisch, ist mit dem Mainzer Dialekt. Weil die können das R rollen und näseln nicht permanent. Hängt damit zusammen, dass wir früher ein gemeinsames Bistum waren. Und ich habe irgendwann mal vor, ich glaube, 2, 3 Jahre her, habe ich mal auch ganz interessant gelesen, dass dieser berühmte, jetzt kommen wir wieder zu Söder, dieser berühmte mittelfränkische Dialekt mit diesem interlabialen L, hat mir einer gesagt, interlabial, ne? Das ist L, das berühmte L. Na, die sagen ja nicht la la la, die sagen ja, hast du mal ein Labello. L. Weshalb ich auch nie verstanden habe, warum der Führer damals ausgerechnet in Nürnberg zur heimlichen Reichshauptstadt. Ne, weil schon diese Begrüßung. Hi! Das, also, nein. Jetzt haben aber diese Sprachwissenschaftler herausgefunden, dass es dieses interlabiale L außer in Mittelfranken nur noch in einer Provinz im nördlichen Maghreb in Nordafrika gibt. Nur dort gibt es noch die Überschneidung mit dem gleichen L. Das heißt, wenn man das jetzt konsequent bedenkt, könnte man sagen, dass Lothar Matthäus und Markus Söder Mittelfranken mit nordafrikanischem Migrationshintergrund sind. Was also wirklich, was... Was, wie ich finde, manche Debatte, die wir momentan führen, die wirklich sehr beschämend ist, sehr entkrampfen würde, wenn Markus Söder anerkennen müsste, eigentlich bin ich ein Nächer. Das fände ich toll. Das fände ich super. Dann müssen wir aber auch noch über Scheuer reden. Aber das machen wir nicht, weil sonst reden wir nur über diese Typen heute. Nein, Scheuer ist ja einer, wo viele gedacht haben, es kann nicht schlimmer kommen als der dämlichste Verkehrsminister, den wir je gehabt haben, Dobrindt. Wo viele schon gesagt haben, Einspruch, sein Vorgänger, der Ramsauer Peter, war noch schlimmer. Und dann haben alle gesagt, es geht immer noch eins. Dann haben alle gesagt, schlimmer kann es nicht mehr kommen. Und ich sage, doch, auf der nach unten offenen Kellertreppe geht es schon immer noch, geht schon noch ein paar Stufen weiter runter, ne, in die Finsternis. Was bei Scheuer interessant ist, das ist ja, also sind ja alle, hat man ja gesehen in den letzten Jahren, diese ganzen gefakten Doktortitel, ne, weil ja der Wähler halt immer auf sowas Wert legt. Ne? Der sagt immer, das, also der, mein Sohn ist gerade gekommen und hat mir gezeigt, wo ich das Kreuz machen muss. Und das mache ich jetzt auch da, weil da ist ein vorne dran, ne? Das ist ein Doktor, das ist wunderbar. Und zwar ja auch Dr. Andreas Scheuer. Er hat aber nur, fand ich auch fand ich toll, einen kleinen Doktortitel. Sowas gibt's. Den kannst, also kannst du dir eine Doktorarbeit schreiben lassen. Eine kleine Doktorarbeit kannst du dir schreiben lassen an der Karls-Universität in Prag. Und da hat sich Dr. Andreas Scheuer eine kleine Doktorarbeit schreiben lassen und durfte dann den kleinen Doktortitel tragen. Dr. Andreas Scheuer. Das Interessante daran ist aber, dass man diesen kleinen Doktortitel nur in Bayern und Berlin tragen darf. Jetzt ist er Verkehrsminister. Das heißt, wenn er jetzt mal schauen will, wie in Hessen die Verkehrsverhältnisse sind, muss er in Seligenstadt den Pass abgeben. Ein echtes Vergnügen über dieses Thema, was ja eigentlich verdammt ernst ist, wenn man sich mal wirklich zu Gemüte zieht, ja, wenn du dir anguckst. Das Schlimme ist ja nur, dass die Wähler außerhalb Bayerns das vergessen. Also ich bin ja gerne in meiner Stammkneipe hier in Aschaffenburg. Samstags gehen wir auf den Markt, wenn es klappt, wenn ich abends nicht zu weit weg bin. Und dann treffen wir uns mit Freunden in meinem Schlappesäppel. Also es ist einfach, das ist halt ein Wirtshaus, so wie es sein muss, Wirtshaus-Ding. Da hockt man dann am Tisch und ist nach 5 Minuten im Gespräch. Und es wird auch in den letzten Jahren immer mehr politisiert. Finde ich auch toll. Also geht's mal so Ding. Und dann haben wir auch viele aus Hessen, ist ja nicht so weit, und die dann immer sagen, ja, ich weiß schon immer, dass sie nicht so, sie mögen ja die Meckel nicht so.
Ne, also, aber auch wenn Sie die Merkel nicht so mögen, wir wählen trotzdem CDU, weil wir sind überzeugt davon, es ist gut fürs Land. Was diese Menschen vergessen, ist, dass wer außerhalb Bayerns CDU wählt, kriegt ja diese Voralpenwichtel der CSU immer mit dazu geschenkt, gratis. Und was Sie davon haben, erleben wir ja gerade im Moment. Ja, aber im Moment, also ich weiß nicht, wie Sie es empfinden, aber für mein Empfinden ist es, die CSU macht da im Moment etwas, was die ganze Gesellschaft ins Rutschen bringt. Ja? Also das ist unerträglich. Nein, es geht nicht. Weil der Punkt ist einfach der, denen geht es nicht um irgendeine Sache. Ja? Weil wir haben ja auch uns vorhin noch unterhalten. Ja. Es ist ja gerade so, als ob vor der Grenze 1,5 Millionen Menschen mit dunkler Hautfarbe angeblich stehen und rein wollen. Das ist faktisch überhaupt nicht so. Nein, die schlimmen Schwarzen haben wir im Land. Er darf das so sagen. Ja, aber der Punkt ist einfach der, und das versuche jetzt meine beiden Kinder, der Paul ist jetzt 21, der ist in Göttingen, die Hanna, das ist übrigens auch total nett, der sagt immer, Mama, wenn ich in Göttingen unterwegs bin und über die SPD rede, dann ist das voll normal. Und die Hanna ist 18 und wenn ich eben vergleiche, wie wir auch vorhin kurz geredet haben, wie ich aufgewachsen bin, das war schon total frei, auch wenn ich mal Spießer sein wollte und so weiter, aber man durfte wirklich alles, ja, und der Moment auch, wo dann zum Beispiel die Grenzöffnungen waren, ja, wo sagenhaft. Wir, exakt, oder die, auch wie dann der Euro kam und also das sind alles Dinge, die will doch niemand mehr verlieren. Nein. Und ich habe es für nicht denkbar gehalten, dass du einen Ministerpräsidenten hast, der erstens sagt, der geordnete Multilateralismus sei am Ende, das muss ich mir überlegen, der erklärt im Prinzip Europa für beendet, gescheitert. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn wir das tun würden, ist erstens mal unser Wohlstand gefährdet, sowieso, weil zigtausende Arbeitsplätze in Bayern davon abhängen, von einem offenen Austausch. Und wenn man sich auch anguckt, wie sich die Welt, und ich finde, da hat Frank-Walter Steinmeier, da hast du sicher gleich auch noch was. Mhm. Mhm. Aber der hat schon einen Satz gesagt vor 2 Jahren, wo er gesagt hat, die Welt gerät aus den Fugen. Ja, stimmt. Und das merkt man ja auch an dem US-Präsidenten, egal in welche Himmelsrichtung du guckst. Du brauchst ein starkes Europa. Ansonsten funktioniert es nicht. Und Europa muss auch viele Dinge richten, die es verkehrt gemacht hat. Ich sage nur einmal, unser Wohlstand baut schon auf etwas auf. Der baut auf etwas aus, was aus Ländern kommt, wo die Menschen im Prinzip deren Lebensgrundlage auch durch uns durchaus entzogen wird. Und so viel Ehrlichkeit gehört man in diese Debatte rein. Europa hat eine Verantwortung für die Menschen, die sich hier auf den Weg machen. Und insofern, dass ein Ministerpräsident erstens mal Europa für bankrott, also im Prinzip für erledigt erklärt. Und ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben in den letzten Tagen, er spricht immer mehr. Und achten Sie mal auf Sprache. Ich meine, du bist ja ein Sprachartist im Prinzip, dass der von Asyltourismus spricht. Wo Kinder im Meer ersaufen und nichts anderes passiert. Und wenn das, und das ist im Moment für mich wie so eine Flasche, wo du den Korken rausgezogen hast und hier kommt ein Geist raus, den kriegen wir nicht mehr rein, wenn wir nicht denen jetzt wirklich mal Einhalt gebieten in ihrer Art und Weise. Ja, wir haben auch. Wir haben. Sind wir bei meinem speziellen Freund Dobrindt, der in dessen Zeugnis, wenn er mal eins kriegt, stehen wird, hat sich nicht mal bemüht. Aber wenn er von einer Anti-Abschiebe-Industrie redet, einfach nur, weil Menschen die Rechtsmöglichkeiten, die unser Rechtsstaat schafft, nutzt, weshalb wir ein Rechtsstaat sind. Und wenn du 2 Jahre lang den Leuten einredest und sagst, hier, wir müssen begrenzen, wie Seehofer macht, wir müssen abschieben, wir müssen begrenzen, wir müssen abschieben. Ich habe von keinem dieser, und ich sage es jetzt mal so, Arschlöcher, jemals das Wort Integration gehört. Immer nur, wir müssen abschieben, wir müssen begrenzen, wir müssen abschieben, begrenzen. Und ich weiß, welche Arbeit ehrenamtliche Initiativen vor Ort geleistet haben seit dem Herbst 2015, wie die sich den Arsch aufreißen, wie die einfach sich irgendwo hinstellen, wie die arbeiten in ihrer Freizeit. Und es interessiert die aus der Staatskanzlei in Dreck. Und das ist erbärmlich und das gehört jeden Tag angeprangert. Ja. Auch um nochmal deutlich zu machen, eben also die Zahlen tatsächlich sprechen überhaupt nicht die Sprache, die er spricht. Er ist ja nicht mal zum Integrationsgipfel gegangen, obwohl das seine Pflicht gewesen wäre. Ja, da war eine Frau, ne? Und mit der konnte er nicht und dann kann man da auch mal gehen. Das ist schon... Naja, absurd. Sag mal, gab es bei dir... Es ist heute, entschuldige, wenn ich noch dabei bin, weil dieses Angstschüren.
wir reden, wir haben eine Gespensterdebatte, wir haben eine Phantomdebatte, mit wem ich rede, der sagt, was ist denn hier eigentlich los? Wann stellt Seehofer endlich mal einen Masterplan für bezahlbaren Wohnraum vor? Dafür ist er auch da, das ist auch sein Aufgabengebiet. Es sind alles Debatten, wo wir ablenken, wo irgendein Mist kommt. Und heute wird der UN-Bericht vorgestellt, es sind fast 69 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. Und im letzten Jahr, es ging dramatisch zurück, sind 203.400 in Europa gelandet. Das sind 0,29%. Mhm. Und wir scheren uns einen Scheiß drum, wo die anderen landen. Da sagen wir, die sollen in Libanon, die sollen in die Türkei, sollen dahin, sollen das hin. Wir müssten uns alle sagen, ja, wir haben der Dublin. Dieses völlig überkommene Abkommen. Dublin wurde Mitte der 90er, sie sind ein Vierteljahrhundert alt. Du, da hat sich aber Deutschland schlichtweg zurückgezogen. Da hat immer gesagt, oh, betrifft uns nicht, weil wir mittendrin hocken. Ist ja eigentlich schön, wenn wir das mal zurückziehen, ja, im Vergleich zu früheren Jahrhunderten. Aber nein, aber es ist im Prinzip, in dem Fall das halt ganze System ist aber jetzt inzwischen nicht mehr haltbar. Weil ja, das war im Jugoslawienkrieg, das war in der Zeit, wo es um Binnengrenzen gibt. So ist es. Wir können doch nicht hergehen und sagen, ach ja, ein Vierteljahrhundert später ist es soweit, dass die Leute übers Meer kommen. Wen haben wir denn da? Italien, Griechenland, Malta, Spanien. Pech gehabt. Müsst ihr sehen, ist das der europäische solidarische Gedanke? Ich habe das mal durchgespielt und habe gesagt, wenn der Brexit kommt, dann wäre die neue Außengrenze, die Nordaußengrenze von Europa in Irland. Dort wurde das Dublin-Abkommen, ja, die waren da essen abends und haben gesagt, okay, ihr zahlt, dafür kriegt ihr den Namen für das Abkommen. Also so ist es ja irgendwie gelaufen. So, wenn der Putin jetzt nicht ganz blöd ist, was er ja nicht ist, wenn er clever ist und sagt, mal gucken, wie weit die es mit den Sanktionen noch treiben, mache ich mal Folgendes. Ich lasse 1,5 Millionen Afghanen zu mir. Hintenrum. Stelle ein paar Containerdörfer auf und sage dann irgendwann, liebe EU, ich habe hier 1,5 Millionen Afghanen. Ihr gebt der Türkei 6 Milliarden. Ich habe immer noch die Sanktionen. Also ich würde jetzt gerne mal haben, dass ihr die Sanktionen auflöst und hätte auch gern 6 Milliarden. Ansonsten sehe ich mich gezwungen, ich muss die über Murmansk und Norwegen, was ja kein EU-Mitglied ist, die dann runtermarschieren und dann gucken, wo sie hinkommen. Dann landen sie entweder, wenn sie mit seetüchtigen Booten fahren, in Rosslare vor Dublin oder sie fahren noch ein bisschen weiter und landen auf Wangerog, Amrum, Sylt. Was glaubst du, wie schnell unsere Regierung sagt, also Dublin ist ja völlig überholt, da müssen wir sofort, also ganz was Neues, von wegen, die haben ja den Erstfuß zwar auf Sylt gesetzt, aber die Insel, die schwemmt sowieso bald weg, also nein, können wir nicht. Sag mal, aber gibt's ja, also neben der ganzen politischen Debatte, gibt es für mich in unserem Land jemanden, den man noch nicht wirklich anspricht, man muss es aber tun. Ich war eingeladen, 10 Tage her, bei einer Sendung, Maischberger. Oh, wie schön. Die hat bei mir angerufen und ich dachte mir, super, bin mal gespannt und hatte mich natürlich gefreut, weil ich dachte, wir reden beispielsweise über bezahlbares Wohnen, weil allein in Berlin Zehntausende von Menschen auf die Straße gehen und so weiter. Und wenn man übrigens in die Landeshauptstadt München kommt, das kann der Dieter Reiter überhaupt nicht mehr alleine hinkriegen, weil der einen solchen Zuzug kriegt, was wiederum zu tun hat natürlich mit den ländlichen Regionen, Internetanbindung fehlt, Schulen werden geschlossen, ÖPNV stimmt nicht wirklich. Das heißt, viele Leute sind ja auch gezwungen in die größeren Städte und das trifft ja Aschaffenburg ganz genauso. Ja, also dass wir da mal drüber reden. Nein, der Titel der Sendung war, und das war wirklich der erste Titel, sind wir dem Islam dem Islam gegenüber zu tolerant. Und da habe ich echt kurz überlegt, was machst du jetzt? Ne? Aber nicht hingehen wäre es auch nicht gewesen. Zu meinem Unglück bin ich dann tatsächlich im Flieger stecken geblieben, im Gewitter in München. Und habe mit. Da, guck, ich sag ja, wenn du zu so Sendungen gehst, ich sag dir, warum ich da hingehen wollte. Ich bin dann nach Hause gefahren und konnte dann noch ab 9:55 diese Sendung angucken. Meine Tochter meinte nur ganz gern, Mama, vielleicht ist es ganz gut, dass du nicht da warst. Ja. Ich weiß nicht, ob sie dachte, ich kriege einen Herzinfarkt in der Sendung. Oder sie fand das auch genauso niveaulos wie ich. Im Prinzip hat Maischberger durch ihre Sendung, das ist ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, hinten war permanent eine Frau mit Kopftuch abgebildet, nur noch betende Islamisten so ungefähr. Also es war absurd. Neben den Talkgästen, es war eine Klöckner, die sich 20 Minuten haben, die sich darüber unterhalten, ob man Schweinefleisch in einem Kindergarten verbieten soll oder nicht. Weißt du was, die Einzige in der Sendung, die Kinder gehabt hätte... Bundesbauernministerin, ich meine, die muss sich kümmern. Da ist ein Absatzmarkt, entschuldige mal. Ja, aber 20, aber so oder so. Pelzer Landschwein wird da gern genommen. In dieser Sendung wurde aber dermaßen, und damit sind wir bei der medialen Verantwortung,
Weil nämlich immer wieder, warum reden wir denn eigentlich nicht über Wohnungsbau? Warum reden wir nicht über kostenfreie Kitas? Warum wird darüber nicht gesprochen? Das kann ich dir sagen, weil es nicht so viel Quote bringt. Naja, klar, aber das ist eine Verantwortung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Medien haben jetzt die Verantwortung auch, dass dieser Geist, der aus der Flasche raus ist, dass der wieder da hineinkommt. Damit wir wieder eine saubere Demokratie haben und über normale Themen reden können. Und das ist übrigens... Und das ist überhaupt kein Medienbashing, sondern es geht um Verantwortung für Demokratie in meinen Augen. Ich will, dass diese Gesellschaft nicht in diesem Maße in Angst und Schrecken versetzt wird, sondern dass wir eine breite, natürlich muss man über Integration reden, ja, man muss über, aber es gibt eine riesen Breite. Ja, das ist es ja, man muss erst mal drüber reden, es wird ja nicht drüber geredet. Auch mal. Es war heute Morgen im Morgenmagazin, ich stehe immer sehr früh auf, um mir mal ein Adrenalin für den Tag zu holen. Und da war der stellvertretende Vorsitzende von der Polizeigewerkschaft, Radek. Und der hat ein blitzblankes Interview gegeben. Der hat gesagt, er versteht die ganze Aufregung nicht, was Seehofer macht, was die CSU macht. Mit diesem, dass also alle so bestürzt waren und haben gesagt, wie jetzt also Asylbewerber, die bei uns das Verfahren durchlaufen haben und die bei uns abgelehnt wurden und dann in andere EU-Länder zurückgeschickt wurden und bei uns abgelehnt sind, die können wieder bei uns einreisen. Da war Seehofer, das ist eine Unverschämtheit. Und auch unsere großartige Kanzlerin hat gesagt, da habe ich bislang gar nichts davon gewusst. Sag ich, auch toll für eine Kanzlerin. Also, nee. Und dann sagt der, dann muss der Vize-Vorsitzende von der Polizeigewerkschaft kommen und muss sagen, er versteht die Aufregung nicht, weil wenn so einer kommt, den weisen wir eh zurück. Das ist gängige Praxis. Das ist seit Jahren völlig normal. Und dann liest du aber auch nichts, dann hörst du auch nichts, dann kommt kein Nachhaken, sondern wird es so weggewischt und dann ist irgendwo... Ja, aber das Irre dran ist, sage ich dir auch heute, bin ich wieder interviewt worden von verschiedensten Sendern, die immer wieder mich nach der Frage, ja, aber Frau Kuhn, man muss doch darüber reden. Dann versuchst du denen das nochmal zu erklären und nochmal zu erklären. Die Frage wird immer wieder gestellt und es soll ja im Prinzip, in meinen Augen, irgendwas im Kopf entstehen, so seitens der CSU. Und übrigens ist es so, angenommen, man würde sich einigen auf was auch immer, keine Ahnung, oder man würde sagen, die Rechtslage ist so, ich garantiere dir, in 2-3 Wochen kommt die nächste Forderung. Und die wird wieder nur darum gehen, Hauptsache Flüchtlinge unmenschlich behandeln. Das Schlimme ist ja, wir brauchen ja gar keine Fußball-Weltmeisterschaft mehr, die 4 Wochen dauert, um von den Themen abzulenken, auf die sich die Politik immer so freut. Weil sie sagt, oh, da ist mein lästiger Bürger abgelenkt und ich kann die ganzen kleinen Sauereien durchdrücken, wie zum Beispiel die Parteienfinanzierung, die erhöht wird, wo... deine Partei auch nicht ganz unbeteiligt daran. Ich will das nur mal am Rande so. Aber sie haben dieses andere Thema, weil und es geht nicht um die gesellschaftlichen Themen. Es wird einfach nur drauf und zack und peng, wie du sagst. Und das ist einfach, es ist, und dann hast du nochmal 5 Talkshows die Woche, wo das Gleiche auch wieder kommt. Und dann sagst du, ja, das ist scheinbar wirklich so. Das ist das ganz große Problem, weil wir bei Julia Klöckner vorhin waren auch eine ganz große Koryphäe, die ja immer die Kanzlerin stützt. Ich will mir sagen, die Klöckner von Notre Dame. Aber die diese Debatte vom Zaun gebrochen hat, dass wir ein Verhüllungsverbot brauchen. Mich regt so auf, dass man bei uns einfach nicht differenziert. Es hieß irgendwann einfach, es kommen Flüchtlinge. Flüchtlinge sind die, für jeder war ein Flüchtling. Da wurde nicht unterschieden, sind es jetzt Asylsuchende, sind es Armutsflüchtlinge, sind es Wirtschaftsmigranten, sind es Kriegsflüchtlinge. Es wird immer Flüchtling, Ausländer. Vielleicht sollte man jeden, der warum auch immer sein Land verlassen muss, als Heimatvertriebenen bezeichnen. Da kriegen wir bei uns Probleme mit den Sudetendeutschen, aber das ist egal. Man könnte es ja mal versuchen, weil es wird den Punkt treffen, wie ich finde. Und das andere ist es mit dem Verhüllungsverbot. Das heißt immer Burka-Verbot. Jawohl, da gucken wir ganz stolz. Dann auch Österreich zu Kurz, weil er dort das Verhüllungsverbot... Aber du kennst die Geschichte, oder? Die haben das mal im Landtag gefordert, die CSU, allen voran. Ich weiß gar nicht mehr, wer es von denen war. Es war sogar, glaube ich, Hermann. Und in München gibt es eine Straße, die heißt Maximilianstraße. Oh, ja. Wenn man aus dem Landtag rausguckt, sieht man die unten. Da finden sie Gucci, Prada und was weiß ich alles. Und die Forderung blieb, glaube ich, 5 Tage. Und dann haben sich nämlich die Gewerbeverbände aus der Maximilianstraße gemeldet und haben gesagt, spinnt ihr mit dem Burka-Verbot? Weil wir nämlich dann die ganzen Kunden verlieren. Burka ist auch schon wieder Quatsch. Ja? Burka-Verbot ist ja kein Burka. Burka ist dieses Ding mit dem Fliegengitter. Das tragen die ganz unterdrückten Frauen in Afghanistan. Von denen sehen wir hier überhaupt keine. Weil wenn wir ein paar bei uns haben, dürfen sie nicht auf die Gas. Weil das halt noch so die Ordnung ist. Na, dieses Ding ist mit dem Schlitz. Der schwarze Briefkasten. Das ist das, wo, und das tragen, wie du sagst, die
wohlhabenden, reichen Araberinnen, die im Sommer immer die Maximilianstraße leer... Ja, du glaubst gar nicht, wie schnell die Forderung bei Hermann Beck war. Habe ich jemals darüber geredet? Das ist ja die, das ist ja wieder die Scheinheiligkeit der CSU, die sagen, bei uns wird nicht lang rumgeeiert, shoppen darf man voll verschleiert. Das ist einfach klar, das ist logisch. Ja, solange es Geld bringt, geht es einfach. Das ist dieser Heiligenschein, der macht mich so wahnsinnig, das ist so furchtbar. Das ist, ich darf seit 1980 in Bayern wählen, seitdem bin ich nur bei den Verlierern. Das ist auch ein Schicksal, das ist wirklich schlimm. Halt durch. Ja, ja, ich kann ja nichts anderes. Ich, gut so. Muss ja. So, jetzt ratschen wir doch schon eine ziemliche Weile. Jetzt wollen wir doch auch natürlich, dass Sie fragen können, was auch immer Sie wollen. Sie dürfen uns so gut wie fast alles fragen. Ja. Haben wir beide ausgemacht. Sowohl ihn, mich, was Sie wollen. Privat, beruflich, wie auch immer. So, ich sehe jetzt wenig. Genau. Ach, da haben wir sogar mehrere. Ja, hallo Urban. Ich war auch am Kronberg-Gymnasium und hatte Geschichtsleistungskurs und ich würde gern von dir wissen, wer dein Geschichtslehrer war. Das war der Dr. Fuchs. Frage. Wissendes Grinsen. Ich gehe jetzt einfach mal hier so ein bisschen durchs Publikum. Ich sehe viele aufgeschlossene Gesichter, die viele Fragen haben. Und wenn Sie keine Fragen haben, ratschen wir einfach weiter. Genau. Aber das sagst du so. Wolfram. Ja. Wir haben hier Tarif. Ah, da sehe ich die Ball. Ich komme mal gleich zu Ihnen hier rüber. Ich quetsche mich... Nee, wir machen das Mikro, weil sonst hört er. Nein, das den anderen das auch hören. Das ist immer, ja, ist immer genau. So saublöd bei den Pressekonferenzen. Sie sagen kurz vielleicht Ihren Namen. Mein Name ist Klaus Papenberg. Ich komme aus Niedersachsen ursprünglich, aber seit 6 Jahren in Heilbach zu Hause hier in Aschaffenburg. Mich würde das, wenn man sich verschlechtern kann, ne? Ja. Ich habe gar nicht mitgerechnet, dass ich eingebürgert wurde. Aber... Spaß beiseite, was mich bei dieser ganzen Debatte, auch das Gespräch, hundertprozentig okay, aber was mich in der Politik, was ich da vermisse, ist, in dieser ganzen Migrantendiskussion, Flüchtlinge und so weiter, da kann ich nicht verstehen, warum die SPD insgesamt so ruhig ist. Ja. Warum? Ich höre kein bisschen über den Plan der SPD, wie Sie dazu stehen, was Sie Ihre eigene Meinung dazu haben. Ich finde es einfach nicht in Ordnung, dass die SPD so mundtot ist und hat keine Meinung dazu. Ich bin der Meinung, wenn wir schon führen wollen und mitregieren, dann muss ich auch mich dazu äußern. Ich brauche es ja nicht als Vizekanzler machen, aber ich kann, habe einen Bundestagsabgeordneten, ich habe einen Landtag, auch in München, finde ich, es ist einfach zu ruhig. Es muss auf die Pauke gehauen werden. Also in München, bin ich so ehrlich, hauen wir schon auf die Pauke. Ist aber es kommt nicht richtig durch. Ja, da sind wir wieder bei der ganzen medialen, sage ich mal, Transmission. Das ist nicht so ganz einfach. In Berlin ist es tatsächlich so, und das finde ich auch das Erstaunliche an dieser Debatte im Moment, diese 63 Punkte von diesem Plan hat noch niemand gesehen. Das ist ja worüber. Also im Moment ist es jetzt. Im Moment ist es. Verstehen Sie? Also ich gehe nicht, sage ich Ihnen ganz klipp und klar. Und das hat ja der Vizepräsident der Polizei. Der hat ja diesen vermeintlichen Punkt, der da immer diskutiert wird, weggeräumt. Wir kennen die anderen nicht. Ich sage Ihnen aber, was das sein wird wahrscheinlich. Das werden all die Sachen sein und rund um den Koalitionsvertrag wurde verdammt viel über das Thema diskutiert und auch gestritten wie die Kesselflicker. Und ich sage Ihnen auch, wir haben ein paar Sachen, in Anführungsstrichen, Kompromisse in Anführungsstrichen finden müssen, insbesondere beim Familiennachzug. Aber mir würde ganz schwarz vor Augen werden, wenn ich daran denke, was Jamaika vereinbart hätte. Da gäbe es überhaupt keinen Familiennachzug mehr. Jetzt gibt es noch eine gewisse Zahl, die ist aber auch definitiv nicht das, was die SPD gewollt hätte. Das Irre dran ist, dieser 63-Punkte-Plan, der jetzt angeblich existiert, ich sage Ihnen, was das ist, das ist all das, was die in den Koalitionsverhandlungen nicht durchgebracht haben. Und da geht es um eine Unmenschlichkeit nach der anderen. Wie im Prinzip behandle ich Flüchtlinge möglichst unmenschlich? Nur darum wird es gehen. Wir wissen es aber noch nicht. Und ich werde einen Teufel tun, über etwas diskutieren. Und es geht denen, und darum geht es mir nämlich, es geht denen nicht in dieser Debatte um Flüchtlinge.
Sorry, darum geht's denen nicht. Sondern die haben für sich in der CSU ausgemacht. Die wollen die Stimmen, die angeblich bei der AfD sind, sich holen. À la Franz Josef Strauß, rechts von mir gibt's nichts mehr. Und deswegen gehen die immer weiter rechts. Und das tun die schon seit Jahren. Nur jetzt haben die völlig ihre Hemmungen verloren, weil die für ihre Landtagswahl vor Augen haben. Und die haben eine Person, die du absolut nicht so doll findest, die Merkel. Die wollen Merkel loswerden und nichts anderes. Das ist das Erste. Ja. Und das Irre daran ist, ja, dafür... Ja, okay, aber komm, der Preis ist zu hoch. Nein, ich würde mir das auch nicht wünschen. Ich würde mir auch wünschen, dass die vernünftigen Bürger mal drauf kämen, dass sie also irgendwo... Aber nochmal zu den, zu den 63 Punkten. Lass mich noch einen Punkt noch dazu, nur noch einen Punkt. Jetzt merkt man die Politiker. Nee, jetzt kommen die Fragen, jetzt sind die Politiker dran. Nee, sondern da kriege ich so einen Hals, weil es geht denen darum... Es geht denen nicht um die Integration, es geht ihnen nicht ums Asyl, sondern es geht ihnen darum, Merkel abzuschießen, da ist denen jedes Mittel recht. Dann geht es darum, vermeintlich die AfD wegzudrücken, die kommen aus dieser Rinne überhaupt nicht mehr raus. Das Irre dran ist nur, die AfD wird immer noch einen draufsetzen. Das können die überhaupt nicht toppen, was die AfD dann noch hinterher schiebt. Aber am Ende, und das ist das Verantwortungsloseste, was ich je, würde ich fast sagen, in den letzten Jahrzehnten in Erinnerung habe, jetzt Europa im Prinzip zu zerstören, ist völlig wahnsinnig, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Das geht nicht. Und die terrorisieren im Prinzip das ganze Land nur mit Blick auf ihre absolute Mehrheit. Um was anders geht es denen nicht. Und deswegen diskutiere ich nicht über Migration und Integration. Das stimmt. Nun darf man aber auch nicht ganz vergessen, dass also hier auch wieder Frau Merkel als Säulenheilige von vielen schon wieder hingestellt wird, als die Retterin von Europa. Auch dass sie jetzt so die Barmherzige ist. Ich meine, unter niemandem wurde das Asylrecht so verstümmelt wie unter ihr. Und mit diesen 63 Punkten, und da finde ich das etwas seltsam in der Tat, dass also in Berlin, und zwar alle, die Grünen, auch die FDP, wobei die FDP momentan ohnehin nicht weiß, wo sie hin soll, weil die CSU versucht, die AfD rechts zu überholen. Die FDP fährt hinterher, hat schnellere Auto, kommt aber auch nicht vorbei. Also das ist schon schwierig. Aber warum es nicht möglich ist, eine Aktuelle Stunde im Bundestag einzurufen, um zu sagen, so, wisst ihr was, ihr redet hier von 63 Punkten. Niemand kennt die. Wie du gesagt hast, kein Mensch kennt die. Ein paar kennen die. Also ein kleiner Inner Circle, ein kleiner Geheimzirkel. Bouffier stellt sich vor ein paar Tagen hin in Hessen und sagt, lasst uns doch mit den 62 Punkten zufrieden sein. Dann wurde er gefragt, was sind denn die 62 Punkte? Also weiß er nicht so genau, aber sie sind mit Sicherheit gut. So, da muss man doch einfach mal erzwingen, dass Horst seinen Masterplan Migration, ein Masterplan, Master of Disaster, dass also Master of Disaster seinen Masterplan mal vorstellt. Das muss man doch mal einfordern können. Ja, das war ja die Forderung, das ist nur etwas technisch, Koalitionsausschuss, was ist das? Das ist die Forderung der SPD. Jetzt kommt ihr mal an den Tisch und zeigt uns über das, was ihr überhaupt redet hier. Ihr macht das ganze Land. Aber dann sagt's doch auch endlich mal so nach außen. Ja, aber sagt's einfach so. Das Problem ist, die Menschen draußen haben diese Technokratensprache satt. Die haben es satt, dass sie das Gefühl haben, es ist irgendwo ein Bunker, in dem sitzen von uns bezahlte, voll verbeamtete Nasen, die sich jeden Tag nur irgendwelche Verschleierungsbegriffe einfallen lassen müssen, anstatt zu sagen, so und so sieht's aus. Wir stellen uns hin, heute die Kanzlerin auch wieder stellt sich hin und sagt, wir werden jetzt mit Libyen eine Migrationspartnerschaft. Was ist denn das für ein Unwort? Mit Libyen, einem Failed State, wo ein reines Rückzugsgebiet für den Islamischen Staat mit einer korrupten Küstenwache, mit korrupten Landesfürsten-Dings-Kram, mit dem machen wir eine Migrationspartnerschaft. Weil natürlich viele sagen, die Merkel hat gesagt, die machen Migrationspartnerschaft, das ist aber gut. Wissen Sie, was ich... Einfacher, wir müssen endlich mal wieder lernen, die alle sagen, wir kommen zum Volk, das Volk, wir kommen zum Volk nicht mehr durch. Naja, aber differenzieren musst du schon noch, finde ich ein bisschen. Ja, ich manchmal, wenn... Nein, ich sag dir, warum... Die CSU benutzt einfache Sprache und das ist Asyltourismus und das ist eine dreckige Sprache. Das stimmt. Verstehst aber sie du? Sagt, Multilateralismus ist gescheitert. Es kapiert keine Sau. Deswegen habe ich es übersetzt: Europa zerstören. Da muss einfach gesagt werden: Multilateralismus heißt. Ne, es ist. Was die CSU kann, die stellt sich hin und sagt, wir brauchen irgendwie eine Pkw-Maut und nennt es Maut für Ausländer. Das ist
Ja, wenn die unsere Reichsautobahnen kaputt fahren, dann sollen sie auch zahlen dafür. Maut für Ausländer, das ist in Ordnung. Sie können es ja auch, das ist ja die Diskussion der letzten Monate, das hat die CSU, wie du gesagt hast, mit den Knallerbegriffen Anti-Abschiebeindustrie, dem ganzen Mist besetzt. Dann haut doch auch mal einen nach vorne, der auch genauso sagt, Wohnraum, zack, dann endlich den Banken mal das Zeug wegnehmen, dann mal sagen, hier, wir reden über Strafzölle, die EU redet über Strafzölle, die sie eventuell auf Erdnussbutter, Orangensaft und Bourbon, was also Juncker am meisten wehtun würde, als Vergeltung für Amerika. Warum kann die EU nicht mal, warum fordert es die SPD nicht ein, einfach mal sagen, so, wir brauchen überhaupt keine Gegenstrafzölle. Wir sorgen dafür, dass die Milliardenabgreifer, die bei uns keine Steuern bezahlen, wie Amazon, Apple, Google und Starbucks, dass die einfach nur besteuert werden. Mehr muss man ja gar nicht machen. Man muss sie nur besteuern. Und damit tut man den Irren in den USA auch weh. Und sofort, wenn einer von der SPD, das wollen wir jetzt, kleiner Tipp vielleicht, machen wir bald nachher, dann hast du auch eine Mehrheit der Leute, die sagen, jawohl, das ist genau die richtige Forderung, das muss gemacht werden. Ob man es dann gleich durchkriegt oder nicht, ist ja egal. Aber es muss überhaupt mal gefordert werden. Und so ist es auch mit dem ganzen Mist, das einfach mal ran. Ja, es ist schlimm. Ich bin mit vielen Kollegen im Austausch. Ich sage, was machen wir denn? Und wir sagen, unser Satz beginnt immer mit dem Satz, wenn die SPD nicht ganz blöd ist, dann sagen wir, komm, vergiss es, mach nicht, ich rede nicht weiter. So, dafür gibt es aber jetzt den dritten Strich. Mindestens. Nicht mit mir. So, ich will jetzt aber nicht hier, um Gottes Willen, ich rede zu viel. Jetzt haben wir da, jetzt komme ich mal nach hinten, nach vorne, nach hinten. Manfred Höfler, ich lauf mal, ich beeile mich schon, ja? Na, wir finden das total entspannt. Du bist alles gut. Gucken so, wir mal ein Weißbier. Der Manfred Höfler aus Goldbach. Ja, du weißt es, weil du eine Nachbarin warst von mir zeitlang. Okay. Ich rede jetzt mal über Arbeitnehmerprobleme. Und zwar hat 2004 die Ulla Schmidt einen Krankenkassenbeitrag eingeführt auf Abfindungen nach dem Arbeitsleben. Also es ist so, wenn heute ein Arbeitnehmer für seine Altersversorgung spart und der Arbeitgeber gibt da was dazu oder er zahlt sogar alleine. Damit spart er natürlich auch Arbeitnehmerbeiträge, Lohnkosten sozusagen. Und dann ist das Rentenalter erreicht und dann müssen wir als Rentner von diesem Betrag, den wir da bekommen, Krankenkassenbeiträge in nicht unerheblicher Höhe bezahlen. Und das 10 Jahre lang. Das ist 2004 von der Ulla Schmidt eingeführt worden, wenn ich mich recht erinnere. Und das läuft wahrscheinlich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, weil da hört man auch nichts. Das sind Arbeitnehmerinteressen. Die SPD, denke ich, würde ihr gut stehen, da mal einen Haken zu machen und sagen, das müssen wir abschaffen. Weil ich kenne so viele Kollegen von mir. Ich war jahrelang Betriebsratsvorsitzender. Ich habe die ganzen Themen mitbekommen. So viele, die klagen dann darüber, sagen, ich muss von meinem Geld, das habe ich auch mitbezahlt, aber mein Arbeitgeber hat es ja für uns als Altersversorgung oder Vorsorge gezahlt. Jetzt kommt die Krankenkasse und greift da 20.000 Euro ab oder 30.000 Euro. Also ich finde, würde der SPD als Thema saugut stehen. Der Hubertus Heil kommt jetzt im Sommer zu mir hier nach Bayern, nehme ich mit. Weidmanns Bin gespannt. Bei Hubertus Heil fällt mir nur ein Weidmanns Dank. Aber ich will. Das ist aber ein wirklich, der ist, das ist ein ganz Patenter. Also den finde ich nicht so übel. Der hört dir wenigstens richtig zu und das ist ein guter Typ. Ich weiß, dass er einen anderen Ruf hat, so, ja. Aber ich kenne den jetzt schon etliche Jahre. Ich komme, ich kriege von dem, was ich normalerweise kriege. Dann ist er gut. Na? Er guckt mir so. Seid ihr zwei euch da oben einig? Auf die Yacht. Ja, wir machen weiter. Dann würden wir noch mal ins Publikum gehen. Bei der Muppet gehen, ne? Show hier. Oder? So, der Simon Dümich aus Seilauf. Und von den Aschaffenburger Jusos. Ja,
ihr zwei habt drüber geredet, wie ihr politisiert wurdet. Und da wart ihr recht jung, wenn ich das jetzt so mal zurückrechne. Und das waren schon krasse Nummern. Und wenn man das jetzt bei uns mal anschaut, ich bin durch den Urban und die Altstadt politisiert worden und habe dann gesagt, die SPD ist schon das Pferd, auf das ich setze und die Kommunalpolitik. Aber wenn ich an viele junge Menschen denke, wie politisieren wir die noch? Es passiert nicht mehr so was Großes. Und das Thema Heimatvertriebene, okay, das ist tagtäglich in der Presse. Wie erreichen wir die noch, dass die sich für Politik interessieren, dass wir die zu der SPD bringen? Wir haben ein Durchschnittsalter von 60 Jahren und das ist schon ziemlich hoch. Das habe ich gerade noch mal googeln müssen, ich habe es nicht geglaubt. Also mein Tipp wäre, aussichtsreiche Listenplätze auch mal für junge Leute ausschreiben. Das wäre mein Tipp, aber ich frage jetzt mal euch, wie kriegen wir junge Leute wieder politisiert? Weil die Anstalt gibt es nicht mehr und das ganze Kabarett läuft zu spät. Da ist YouTube noch am Laufen. Naja, doch, die gibt es schon. Und auf YouTube kann man sich die Sachen schon auch ranziehen. Ich mache ja auch noch, wo es immer geht im Fernsehen, noch etwas. Aber da ist die Jugend auch, die ist dann natürlich auch mehr auf die Streamingdienste und auf sonst irgendwas schon drauf. Aber man muss die Jugend, glaube ich, also ich habe selbst eine Tochter, die wird 24 im August. Und ich sage auch, wenn wir auf Demos gehen, irgendwas, wegen mir gehe ich nicht zu der Demo hin. Das machen wir wegen euch, wenn es um irgendwas geht. Wo seid denn ihr eigentlich? Oh ja, Papa, weißt du, da haben wir dies und jenes. Also sie ist sehr politisch interessiert, aber du musst, die denken, ja, ich habe gestern da einen Blog geschrieben, sagt, du musst um den Blog gehen, du musst dich sichtbar machen, du musst rausgehen. Und das sage ich auch. Das sage ich auch den ganzen jungen Menschen. Was ich dir jetzt sagen kann, ist eine sehr schöne Erfahrung, die ich in den letzten, sagen wir mal, 2-3 Jahren gemacht habe, ist, dass das Publikum, das in meine Veranstaltungen kommt, jünger wird. Also ich habe öfters 3 Generationen drin sitzen, mehr erreichst du nicht, das ist das größte Kompliment, das du kriegen kannst, wenn du auf der Bühne stehst, aber es kommen verstärkt junge Leute, die auch hinterher Fragen stellen. Und das stimmt mich schon, man muss ja mit kleinen Dingen zufrieden sein, aber das stimmt mich schon hoffnungsfroh. Aber ich würde auch nochmal unterscheiden, weil wenn man sagt, die sind nicht politisiert, das glaube ich nicht, sondern die sind schon hochpolitisch in verschiedenen Bereichen. Ich sage jetzt mal das Beispiel zum Beispiel Polizeiaufgabengesetz. Da waren unheimlich viele Junge und wo auch unheimlich viele Junge kommen, ist bei Europa. Ich sage mal Pulse of Europe, da sind unheimlich viele Junge drin. Nur die dauerhafte Bindung, das ist das Problem. Ich glaube, viele Junge haben einfach keine Lust, sich so stark zu binden und sie erkennen auch nicht mehr so richtig, und das hängt übrigens meiner Meinung nach auch total viel mit politischer Bildung zusammen. Also wenn du anguckst, der Paul, ich glaube, die hatten eine Stunde Sozialkunde die Woche in der 11., 12., 13., also das ist ein Witz. Ja. Der interessierte sich jetzt zwangsläufig ein bisschen mehr, sozusagen, war aber übrigens überhaupt nicht so SPD-lastig, das darf ich aber jetzt nicht erzählen. Der hat dann den Wahl-O-Mat gemacht und Gott sei Dank kam SPD raus am Ende. Da kommt immer was anderes raus beim Wahl-O-Mat. Wenn ich dir verraten würde, was ich wählen müsste, wenn ich Wahl-O-Mat mache, hör auf. Das sag's mir dann nachher. Nein, aber der Punkt ist der, ich glaube, es ist total wichtig und deswegen sind wir auch gerade in so einem Umbruch drinnen, nachdem die jetzt wirklich eine dermaßen demokratiefeindliche Politik in dieser wahnsinnigen Geschwindigkeit jetzt aufgenommen haben. Die Parteien sind schon die Pfeiler, sage ich mal, der Demokratie. Aber übrigens, ich bin auch nicht so jung. Ich bin jung politisiert. Aber in die SPD bin ich in dem Moment gegangen, als ich war zuvor 3 Jahre in Frankreich. Das war auch eine schöne Geschichte. Ich bin, der Paul war damals 11 Monate alt. Wir sind nach Frankreich gezogen und ich dachte, ich gebe den in den Kindergarten. Und habe mir so gedacht, ach ja, wie man es halt in Deutschland so macht, bin ich hin in die französische Crèche und habe gesagt, ich würde den Paul gern anmelden. Und dann haben die gesagt, ja, kein Problem. Und habe gesagt, ja, ich würde dann um 14 Uhr wiederkommen und den abholen oder 13 Uhr so. Und dann guckten die mich so an und sagten so, woher kommen Sie denn? Und dann habe ich gesagt, haben die gefragt, kommen Sie aus dem Elsass? Und dann habe ich gesagt, nee, aus Deutschland. Ach, alles klar und so weiter. Bei denen war klipp und klar, morgens bis abends ist diese Kita. Punkt. Gibt es nichts anders. Und dann bekam ich den Kosenamen Mère Poulet. Ich würde wie so die Glucke auf meinem Sohn hocken. Und dann kam die Hanna zur Welt. Und das war der Tag, wo ich den Paul ganz drin gelassen habe. Das glücklichste Kind überhaupt. Und ich habe erst kapiert, was ich ihm angetan habe, dass ich ihn jeden Tag mittags rausgezogen habe. Und ich kam dann zurück nach Deutschland und bin dann ins Rathaus, da wo ich hingezogen bin, in Neubiberg im Landkreis München. Und habe dann den älteren Rathausmitarbeiter gefragt, wo ist denn hier die nächste Kita? 99, dann schaut er mich an und sagt, oh mei, sowas brauchen wir hier nicht. Wenn die Frauen frei haben, gehen sie eh nur shoppen. Und dann, verstehst du, und da war ich in dem Moment in einem solchen, nicht Not, aber ich hatte einen solchen heiligen Zorn, weil ich habe immer gearbeitet und ich wollte arbeiten. Und ich, ehrlich gesagt,
musst du auch arbeiten in solchen Regionen, wo die Lebenshaltungskosten so hoch sind. Und dann bin ich raus und bin der richtigen Frau über den Weg gelaufen. Das war die Bürgermeisterkandidatin der SPD. Klar war ich schon immer eher SPD sozusagen, aber da war dann mein Entschluss, okay, der helfe ich jetzt, wir haben uns gut verstanden. Und dann hat die mich in den Gemeinderat reingeholt. Mein lieber Mann, das war auch ein Kulturschock, Gemeinderat, für mich. Ja, klar. Ich bin in die erste Sitzung im Gemeinderat und über was haben die diskutiert? Über die Busfarbe, also über die Wartehäuschenfarbe von Bussen. Ob grau oder hellblau. Und ich dachte so, hä? Was ist denn das? Und da war die Bürgermeisterin total tough. Die hat dann zu mir gesagt, komm nochmal, wenn wir dann, und dann bin ich noch ein paar Mal in die Gemeinderatssitzung. Und das war das Beste, was ich je machen konnte. Und da hat mich aber übrigens tatsächlich, und da hast du recht, diese Bürgermeisterin, die hat mich dann gegen die Älteren genommen und auf den ganz vorderen Platz gesetzt und hat gesagt, bringt mir eine 33-Jährige, die so im Leben steht. Und dann hat die mich aber auf diese Liste gezwungen, das stimmt. Und deswegen braucht es auch immer, sag ich mal, die Einsicht der Älteren, die Jüngeren auch ranzulassen, wenn es soweit ist. Da hast du recht. Ja? Das ist sehr gut. Vielen Dank. So, Martina, wo bitte? Bist du? Ich bin hier. Bin nicht weg. Ah, da. Ja, hallo, Genossinnen und Genossen. Ich bin Bernhard Behl, bin Parteimitglied seit 96 in Blankenbach. Ich bin 94 in einem Weltunternehmen als Betriebsrat gewählt worden und dann kam diese Änderung des Kündigungsschutzgesetzes und wir wurden 98 zu einer echten Alternative gegen Kohl als Partei mit dem Modell Rot-Grün. Was? Wir waren, muss ich dir deutlich sagen, wir waren eine Alternative. Also. Wir waren eine Alternative. Ich hätte und noch länger gemacht. Wir reden jetzt ständig auch über andere politische Vereinigungen, Konkurrenzparteien. Die Frage innen, nach innen zu stellen, kritisch, sind wir denn noch eine Alternative? Das haben wir noch nicht überwunden. Und Natascha, du hast vorhin den Begriff verwendet, den Geist aus der Flasche lassen. Der Gerd, der da mal hing, der hat 98 den Geist aus der Flasche gelassen. Und wir haben es noch nicht geschafft, den zu überwinden, den wieder in die Flasche zu bringen. Also, und darüber, Urban, ganz kurz, darüber vermisse ich die Diskussion, selbstkritisch nach innen, mit der Qualität, wie wir eine Diskussion geführt haben, darüber, ob wir in die Koalition eingehen. Und wenn der Urban in seinen Dampfreden auch uns immer wieder zusammenstaucht, hat er recht, aber es tut weh. So, wir sehen uns nächste Woche in München auf der Bezirkskonferenz. Der IG Metall unterstützt das immer gut. Ich vermisse aber einfach zu wenig Arbeitnehmerthemen mittlerweile in der alten Arbeiter- und Arbeitnehmerpartei SPD. Wenn ich ganz kurz, weil da schließe ich mich mit ein. Ich glaube, was viele sagen immer, wir müssen auch mal eine gewisse Zeit aufarbeiten. Und ich glaube, was sowohl die SPD wie auch die Grünen beide wirklich nötig haben, ist einfach mal kritisch diese 7 Jahre, in denen sie an der Regierung waren, aufzuarbeiten. Es war manch Positives dabei, aber auch unglaublich viel Negatives. Und alle drucken sich drumherum und sagen, nee, und es ist nicht so, das können wir nicht. Und dann auch ein Olaf Scholz wird nicht der sein, der mit dieser leidigen Vergangenheit mal aufräumt. Ich schließe mich da gar nicht aus. Auch wir waren nach 16 Jahren Kohl, waren wir heilfroh, dass mal gesagt haben, oh, da kommt ein ehemaliger Taxifahrer, ein Steinschmeißer, wird Außenminister Joschka Fischer, super toll. Wenn du heute manches von ihm liest, sagst du, Gottes Willen, der Fischer. Ne? Und super, danke, Gerd, war eine tolle Sache, aber ein bisschen was anderes mit Brioni-Anzügen und Zigarren und Rotwein. Ne? Und dass mal die Fenster so aufgestoßen wurden, 98, dass mal ein bisschen frische Luft reinkam. Und über diese kurze Euphorie haben wir dann vergessen, mal kritisch zu begleiten, was eigentlich in dieser frischen Luft alles passiert ist. Von der Deregulierung der Banken über Ulla Schmidt und was und die Krankenkassen, wo heute die SPD sich feiert, dass die Parität wiederhergestellt ist. Die habt ihr ja selber erst mal zunichte gemacht mit ihr. Also man muss da schon einen Schritt weitergehen. Und es gehört wirklich dazu, dass man einfach ganz konsequent, auch wenn manche Altvorderen noch rumjaulen, Franz Müntefering kommt, das haben wir so richtig gemacht damals, weiß gar nicht mehr, Kritik kommt, das war alles prima, das war toll, hab Gerd immer unterstützt, war super, auch 2005, Neuwahlen raus, Russisch Roulette mit 6 Patronen in der Trommel. Und wenn ich glaube, wenn, und da muss ich leider auch sagen, ich nehme das Andrea Nahles nicht ab, weil sie auch kein unverbrauchtes und neues und frisches Gesicht, man denkt manchmal, die hat schon unter August Bebel gedient, aber
Aber dass da mal eine klare Ansage kommt, wir haben verstanden, wir haben gelernt, wir arbeiten diese Zeit mal auf und wir sagen auch bei dem einen oder anderen Punkt, Entschuldigung, hätten wir niemals machen dürfen, tut uns leid. Das wird mir schon mal reichen. Ist ja nicht so schwer. Ja. Oder? Na ja, macht nachdenklich, sag ich mal, klar, aber ja, da ist noch etliches, sag ich mal, was man machen muss. Aber die Zeiten werden natürlich im Moment auch nicht ruhiger. Ne? Aber es sind zwei Flaschengeister, die ich meine. Ja? Das ist auch einer, aber der, der im Moment aufgeht, der ist für mich, ja, der ist bedrohlich, extrem bedrohlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber schließt das andere nicht aus, das ist richtig. So, wir gehen wieder ins Publikum. Wir haben noch zahlreiche Wortmeldungen, liebe Natascha. Ja, also mein Name ist Thomas Vollmuth. Mich interessiert dieses Thema Dieselskandal. Also viele von uns fahren ja Dieselfahrzeuge. Momentan wird medial das Thema Elektromobilität aufgegriffen. Wie ist da so die Ausrichtung? Wie geht die Reise da weiter in diese Richtung? Also wenn Sie meine Meinung und der bayerischen SPD hören wollen, die unterscheidet sich noch so ein bisschen von der Bundesebene, aber das wird noch, hoffe ich. Die, die manipuliert haben, haben das in Ordnung zu bringen. Und das ist die Automobilindustrie und niemand anders. Ja. Das ist nur der eine Punkt. Das Problem ist, es wird nur schwierig, weil bald alle im Knast sitzen. Also von daher. Stimmt. Was mich an der ganzen Debatte echt stört, sage ich, ja, wenn sich eine Partei hinstellt wie die Regierungspartei hier in Bayern und sagt, wir wollen keine Fahrverbote. Was sollen denn die Kommunalen tun? Die bekommen nämlich die Ansage von Europa, dass sie ihre Luft reinhalten müssen. Es fehlt übrigens interessanterweise ein bayerischer Luftreinhalteplan. Das kann Bayern machen, tut es aber nicht im Moment. Das sind die schuldig. Aber die Automobilindustrie hat manipuliert und betrogen zum Schaden der Menschen, der Steuerzahler. Ganz einfach. Und deswegen zahlt das nicht der Steuerzahler, sondern die Automobilindustrie, die Nachrüstung. Das ist das Erste. Und das Zweite, meiner Meinung nach, wenn es zu Fahrverboten kommt, und das wird jetzt im Sommer kommen, zwangsläufig, dann brauchen wir eine blaue Plakette. Ja, die brauchen wir, weil es funktioniert eben nicht, wenn du jetzt aus Hamburg kommst oder, woher waren Sie, aus Niedersachsen, nach Bayern und jedes Bundesland hat eigene Regelungen. Vergiss es, das geht nicht. Sondern wir müssen auch der Realität einfach schlichtweg ins Auge schauen. Und da geht es einfach auch darum, was mich aber auch, sage ich mal, stört, jetzt weil Sie sagen Elektromobilität, es wird so getan, als ob die Elektromobilität die Lösung schlichtweg ist. Dann muss man auch mal so realistisch sein, Deutschland hat die Elektromobilität sowas von verpennt. Das machen inzwischen die Chinesen und so weiter. Und das ist überhaupt nicht mehr die Lösung unter Umständen. Vielleicht müssen wir nämlich viel, viel weiter denken. Und deswegen sind wir nämlich jetzt auf unserem Parteitag. Da hat übrigens die Presse gesagt, sie wissen überhaupt nicht, wie sie es machen sollen. Natürlich wissen wir, wie wir es machen sollen. Der Einstieg in den kostenfreien ÖPNV. Den kann man beginnen bei den Jungen mit einem Bildungsticket. Den kann man fortsetzen mit Seniorenticket und Sozialticket. Das kann man alles sozial nämlich steuern. Und dann wird gefragt von der Presse, wie wollen Sie das bezahlen? Ja, aber selbstverständlich kann man das bezahlen. Und wenn wir uns mal angucken, wofür der Ministerpräsident alles Gelder ankündigt im Moment, mein lieber Mann, also ich sage nur, es gibt eine Leistung und das muss ich ja, da kommst du jetzt dann gleich an den Start. Aber ich lasse mich nur eine herausgreifen. Bayerisches Familiengeld. Da wird das gelobt über den grünen Klee. Das bayerische Familiengeld kriegen, dass niemand was Böses dabei denkt, ab September, 4 Wochen vor der Wahl, das erste Mal, alle Familien, die Einjährige und Zweijährige haben. Dafür werden abgeschafft Landeserziehungsgeld, also alle familienwirksamen Leistungen werden zusammengezogen auf das bayerische Familiengeld. Das kriegen Eltern von Ein- und Zweijährigen. Und dann stelle ich die berechtigte Frage, finde ich, was ist mit den Dreijährigen, den Vierjährigen und den Fünfjährigen? Da passiert null. Und das nenne ich einfach nicht gesteuert. Und wenn man noch darüber hinausgeht, und dann kommen wir ja vielleicht nachher noch mal zum Fußball, ein FC Bayern-Spieler, der braucht dieses Geld nicht mit einem einjährigen Kind. Sorry, der braucht es nun wirklich nicht. Und nicht nur der FC Bayern-Spieler, aber ich finde, der ist eingängig. Das heißt, wir brauchen eine soziale Steuerung von solchen Dingen. Jetzt bin ich von verschiedensten Punkten, aber bei der Elektromobilität, ich halte das nicht für visionär.
Da wird aber auch bei der, da wird auch wieder, da wird die Diskussion auch wieder nicht in die richtige Richtung gelenkt. Also sind wir Verbraucher aber selbst auch schuld dran. Weil niemand fragt sich, also wenn du ein leistungsfähiges E-Auto haben willst, brauchst du einen Akku, der ungefähr 600 Kilo wiegt. Das ist so die Größenordnung momentan. Es fragt sich niemand, was wird da eigentlich abgebaut dafür, was wird da an Ressourcen verbraucht, was wird bei der Herstellung wieder an CO2 rausgeblasen. Wo du dann wieder bei der Klimapolitik. So, nur damit wir alle sagen, wir brauchen ein Auto mit 500 Kilometer Reichweite und muss Wumm machen, muss Wumm machen. Was wir machen sollten, da sind uns in der Tat die Franzosen ein Stück voraus, dass wir sagen, wir müssen doch erstmal, wenn alle über die Städte reden, müssen wir doch schauen, wie kriegen wir mit möglichst, also da reicht auch eine Reichweite von 100 Kilometern. Es gibt mittlerweile wunderbare E-Bikes auch und 100 Kilometer Reichweite ist super. Wir brauchen kleine Autos für die Stadt, die möglichst wenig Ressourcen brauchen und da müssen wir erstmal anfangen. Die Diskussion wird auch nie geführt, weil natürlich bei Michel Gloos, unser ehemaliger großer Wirtschaftsminister, ja mal in Brüssel gesagt hat, also wir können Grenzwerte nicht einhalten, die deutsche Automobilindustrie kann nur groß. So. Du, aber dann haben die in Brüssel gesagt, dann ist es halt so. Du, aber noch ein ganz anderer Punkt und dann kommen wir zu den Jüngeren, nämlich also meine beiden haben beide, also mit 18 und 21 überhaupt kein Interesse am Führerschein. Finde ich total interessant. Und dann sage ich, ey, wieso nicht? Und sagen sie, ja, brauche ich doch nicht. Inzwischen sind es 30% der Jungen, die keinen Führerschein mehr machen, weil die eine ganz andere Idee von Mobilität haben. Ja? Und jetzt wird es lebendig. Oder es gibt ja auch noch was total Interessantes und das funktioniert ganz ja ehrlich, super. Ja, ganz kurz, in München hätte ich auch kein Interesse am Führerschein, weil wir wohnen auf dem Land, mein Lieber. Ich wüsste ja gar nicht, wohin mit dem Auto. Aber, nee, aber weißt du, was es da gibt in München? Und das funktioniert wirklich total gut. Und da denkt übrigens auch die Automobilindustrie jetzt um, dass die diese Carsharing-Dinger, die stehen immer mit ihren Apps da und zack, 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 ja, wenn überhaupt, wird es nur noch darüber. Du brauchst überhaupt gar kein eigenes Auto mehr. Also Besitz, ich glaube, Besitz wir kommen macht davon auch nicht weg. Glücklich. Das ist schon schön. Aber nochmal, um auf eins zurückzukommen, was auch dieses, weil du sagst, Fahrverbote werden sie nicht vermeiden lassen. Ich weiß nicht, wer Hamburg dazu gezwungen hat, ja, diese ja Schwachsinnsidee zu machen. Ja. Da ist, dagegen ist Neues aus Schilder ein Sachbuch. Also, dass ich allen Ernstes hergehe in einer Stadt und zwei Straßen auf der Länge von 1,8 Kilometer für Dieselsperre, die müssen dann rechts abbiegen, fahren die Parallelstraße. Die armen Anwohner, die ihre Schlafzimmer nach hinten raus haben, weil dort weniger Autos gefahren sind, müssen jetzt die Schlafzimmer auf die andere Seite, weil sie von hinten nur den Diesel kriegen. Das ist 800 Meter entfernt vom Hamburger Hafen, in dem die Kreuzfahrtschiffe anlegen, in dem die Containerschiffe anlegen. Hamburg ist die einzige Stadt, die Umwelthauptstadt Europas, in der es überhaupt keine Plaketten gibt, weil sie Feinstaub gar nicht messen können. Weil wenn sie messen würden, richtig, würden die sich wundern und sagen, bei dem, was die Schiffe an Schweröl raushusten, würden die sich wundern, was hier leben noch Menschen. Und zwei... Und die Kreuzfahrtschiffe gucken auf diese zwei gesperrten Straßenzüge mit den Containerschiffen und tanzen Schlepperballett vor Lachen. Das ist echt, das ist ein Witz. Ist es? Und da wird auch gesagt, ja, uns wird so viel Sand in die Augen gestreut, so Placebos, die wir hingeworfen kriegen. Ich habe neulich mit einem, ich habe früher ja Kreuzfahrten für die SPD gemacht, das reden wir nachher privat, das wird es jetzt tun. Moment. Ja, auf der MS Dalmatia. Es war ein schönes. Was hast du da gemacht? Kabarett. Quasi ja, als Eintänzer Urban oder als Kabarettist. Bordprogramm, 5 Meereskreuzfahrten, 3 Flusskreuzfahrten. Das war sehr mit Andreas Giebel, mit Georg Schramm. Also wir waren alle mal da. Ich habe als Einziger sehr lange durchgehalten. Also hat mich auch gestellt. Einmal bei Windstärke 8, wo du dich an die Dings auf der Bühne angurten musstest, dass du sprung. Die Genossen waren eisern. Die haben gesagt, das ist bezahlt, da wollen wir. Bordprogramm, bunter Abend. Und es war kleiner Schoner, die MS Dalmatia, die hat, also es waren 256 SPD-Rentner hauptsächlich. Und wenn wir in Häfen angelegt hatten zwischen den Schiffen, haben viele gesagt, das Beiboot kommt. Aber mit dem, der es veranstaltet, das war Anfang der 90er. Mhm. Aber der die Veranstalter, den habe ich neulich getroffen, habe ich in Bonn gespielt und der hat auch gesagt, ist immer noch in der Kreuzfahrtbranche tätig und der sagt, ja, wir machen jetzt auch viel mit Hybridantrieben und Gasantrieben, sagt er, aber der größte Witz ist, dass ja alles besser wird, wenn jetzt Landstrom, also dass die Schiffe in Hamburg auch Landstrom, sagt er, wenn wir mit zwei mittleren Kreuzfahrtschiffen kommen und setzen die auf Landstrom, muss ein Drittel von Hamburg vom Netz, weil es nicht reicht. Damit du die auflässt. Ja, das ist einfach, du kriegst irgendwas immer erzählt und es ist nicht durchdacht, es geht nicht weiter, es ist... Aber da sind wir nochmal bei der Elektromobilität. Entschuldige. Ich bin ausgeufert. Also Frage. Dazu neigen normalerweise die Politiker, lieber Urban. Ja, ich muss mich ja auch mal ein bisschen behaupten hier. Jetzt haben wir hier noch eine Wortmeldung.
Sie waren schon nicht aufgepasst. Dann gehe ich doch mal hier nach vorne. Der junge Mann. Ja, ich hätte, ja genau, unter 30 noch, wow. Ja. Ja. ja, ich hätte noch mal eine Frage zur politischen Bildung, ist ja vorhin schon mal angeklungen, aber wie sieht denn da konkret der Plan der Bayern-SPD aus? Ich habe letztens eine ganz spannende Untersuchung aus Bielefeld von einem Pädagogikprofessor gelesen, dass Bayern im gymnasialen Bildungsbereich ganz unten steht, also quasi an der letzten Stelle, was politische Bildung betrifft, dass es in der Mittelstufe anscheinend gar nicht verpflichtend ist, in der Oberstufe das schon. Wie sehen denn da die Pläne aus? Das war 2012, hat kein Abiturient mehr in Bayern in Geschichte, Sozialkunde Abitur gemacht. Das musste man reinziehen. Ne? Also ich bin der Meinung, politische Bildung kannst du jetzt auch nicht sagen, nur auf ein Fach fixieren und sagen, boah, Sozialkunde, und dann weißt du, das ist natürlich auch ein Schmarrn. Sondern, und das ist ja generell die Idee, sagen wir mal, auch wenn man jetzt in die digitalisierte Welt hineingeht, das ist ja auch immer so ein toller, ist auch so ein toller Begriff, digitalisierte Welt. Mhm. Aber wenn du jetzt auch, sage ich mal, wenn ihr auch unterwegs seid im Netz und so weiter, ihr denkt ganz anders. Ja? Die Denkweisen, das geht ja über die Fächer hinweg. Und deswegen will ich, dass die politische Bildung über die Fächer hinweg, du kannst mir nicht erzählen, dass die politische Bildung nur in dem einen Fach unterrichtet werden kann. Nein, sondern du kannst beispielsweise genauso gut in der Mathematik in die politische Bildung gehen, indem du ins alte Rom gehst und so weiter. Also man kann ja mal den Unterricht einfach über die Fächer hinweg so spannend machen, dass du Projekte machst, die alle Fächer betreffen. Und so kriegst du politische Bildung auch wirklich umgesetzt. Und was halt in Bayern irgendwie ein völliger Witz ist, in den Grundschulen gibt es keine Verpflichtung, den Klassensprecher zu wählen. Das kann der Direktor entscheiden, ob das jetzt zu seiner Schule passt oder nicht. Da frage ich ehrlich, geht's noch? Sondern du musst doch so etwas wie eine demokratische Wahl eines Klassensprechers eigentlich schon im Kindergarten anfangen. Und ich war mal in einem Kindergarten, da haben die das gemacht, das funktioniert total klasse. Die eine hat auf ihr Wahlprogramm geschrieben, Schokolade für alle, und der andere hat geschrieben, was weiß ich was. Also, also das versteht jeder, aber du musst das halt auch tun. Und das heißt, wir wollen an die Lehrpläne ran und vor allen Dingen an die Stundentafeln, damit du da eine andere Zusammensetzung hinkriegst. Ja, denn die Einführung von Politik gibt es ja in anderen Ländern auch. Also als Unterricht, klar, fächerübergreifend ist sicher wichtig, aber wäre die Einführung eines obligatorischen Politikunterrichts nicht einfach auch eine Lösung? Nee, obligatorisch, also im Prinzip wäre das dann sozusagen in Bayern, wäre das ja normalerweise, so wie ich jetzt zum Beispiel am Gymnasium war, Sozialkunde, absolute Politikkunde und nichts anderes. Ja, aber findet ja nicht durchgängig statt, deswegen. Ja, aber das kannst du doch machen, wenn du an der Regierung bist. Und deswegen überlegen sie sich ganz genau, wo sie am 14. Dosbarme schon. Dosbarme in Bayern Politikkunde, jetzt geht's aber los. Die Berge, die Bayern, den Himmel und die CSU, sag doch. Also man kann es tun. Man sollte es, ja, ja. Ja, man muss halt richtig wählen und dann passiert das auch, ne? Ich sag einmal, ja. So, ich wandere jetzt nochmal hier rüber. Man könnte auch Natascha über eine aktuelle Stunde, so wie wir es im Landtag haben, in der Schule nachdenken morgens. Hilo, hier. Ach, da. Vor dem Unterricht, bevor der offizielle Unterricht beginnt, über die aktuellen politischen Themen, über das Weltgeschehen. Auch darüber könnte man nachdenken. So, bitteschön. Nö, wir hören Sie. Ich heiße Maria Edlich, komme aus Großostheim und bin Gemeinde- und Kreisrätin. Natascha, ich habe eine Frage. Ich werde immer wieder gefragt, wie kommt die SPD aus ihrem Tief? Und es ist, und ich muss sagen, die SPD, die ist nicht laut genug. Die SPD hat, wir haben es ja vorhin schon gehört, oder der Urban hat es ja schon gesagt, wir haben dem Gerhard Schröder, dass uns heute so gut geht, oder vielen gut geht, das ist die Arbeit von Gerhard Schröder, aber es hat auch die SPD in den Keller gebracht. Das muss man ganz klar sagen. Und der Herr da drüben, ich fange jetzt mal beim Rentner an, wir haben mittlerweile, hat der Rentner die Krankenversicherung, die Pflegeversicherung zu tragen und, was alle betrifft auch noch, die Rente wird versteuert. Das ist auch ein Thema. Die Rente hat der Arbeitnehmer schon vorher versteuert und soll sie dann nochmal versteuern, denn er hat seine Beiträge alle bezahlt und hat sie an den Staat abgeführt und auch an die Krankenkassen. Die Leistungen der Krankenkasse werden immer schlechter. Die Rentner, das heißt ja jeden Tag, werden immer älter. Das heißt, sie brauchen immer mehr, müssen die Medizin in Anspruch nehmen.
Und ich bin der Meinung, auch das ist ein SPD-Thema, das irgendwo vergisst man das. Was das Zweite ist, was ich auch noch dran, also was mich auch sehr beschäftigt, hatten wir vorhin noch Nahverkehr. Wir sind ja hier ein Grenzland, Aschaffenburg, Hessen, also ist ja ganz nah. Und wir kriegen es zum Beispiel nicht gebacken, dass wir ein RMV-Ticket, dass wir das kombinieren können. Ich habe 25 Jahre in Frankfurt gearbeitet. Ich hatte das, ich konnte, hätte oder ja, konnte ein Jobticket in Anspruch nehmen. Und in Großkrotzenburg kam der Schaffner und ich musste bis Aschaffenburg bezahlen. Und das 25 Jahre lang, also das heißt, wir sind hier Nordbayern und da muss ich auch sagen, und in München hat man wahrscheinlich vergessen, dass auch wir noch zu Bayern gehören und da vergisst man uns regelmäßig. Da wird zu wenig getan für uns hier in der Gegend. Lass mich, ja, lass mich. Und dann muss ich dazu sagen, der bayerische Staat hat mit Sicherheit ein ganz großes Problem, wenn nicht sehr viele Arbeitnehmer sogar aus Miltenberg und aus dem Lohrer Raum jeden Tag Richtung Hessen fahren und dort ihre Arbeit und ihr Geld verdienen, ihre Arbeit haben und ihr Geld verdienen. Denn dann hätte München ein ganz großes Problem. Und da bringt man es nicht fertig, dass man, sagen wir mal, eine Taktierung von der Landbevölkerung her, von der Busse her, also viel schneller das Ganze macht, macht es auch günstiger und macht es zum Beispiel ein Kombi-Ticket. Das betrifft die Studenten, das betrifft die Schüler, das betrifft die Arbeitnehmer und jeden Bürger, der Richtung Frankfurt oder sonst wohin fährt. Das ist ein ganz großes Problem, auch das ist ein SPD-Thema. Warum greift ihr solche Themen einfach nicht auf? Die betreffen jeden normalen Bürger. Der Bürger, der Geld hat, der braucht es nicht. Aber das ist genau das, was ich vorhin meinte. Das so, jetzt müsst ihr kurz zuhören. Ich denke, erst mal beantworten. Genau, also, aber genau das meinte ich ja vorhin. Als bayerische SPD haben wir gesagt, wenn du das wirklich die ganzen... Es macht keinen Sinn, mit dem Füllhorn übers Land zu gehen und alles drüber zu gießen, sondern du musst es steuern. Und deswegen haben wir gesagt, den Einstieg in den kostenfreien ÖPNV muss man jetzt machen. Weil jetzt ist auch finanziell das möglich, das so zu steuern. Und wir haben gesagt, wir würden genau ähnlich, wie es beschrieben ist, Bildungsticket. Also wir wollen auch zum Beispiel kostenfreie Kitas, weil wir sagen, die Kleinen sollen von Anfang an besten Startchancen. Und das ist aber dann nur konsequent auch zu sagen, dann setze ich bei der Ausbildung, egal ob Studium oder Ausbildungsberuf, aber auch bei Weiterbildung, das ist ja auch Bildung, sozusagen ein kostenfreies Bildungsticket rein. Dann wollen wir reinsetzen ein Sozialticket, weil es einfach verdammt viele Menschen gibt, die es nicht leisten können und dadurch auch Mobilität gehört auch dazu, dass du mitmachen kannst. Und dann eben auch bei Seniorinnen und Senioren. Da muss man sich dann aber eben auch ansehen, dass man das dann auch steuert sozial, weil es natürlich auch welche gibt, die durchaus sich ihr Ticket auch leisten können. Das ist das eine. Wenn du aber sagst zum Beispiel zwischen Hessen und Bayern, und dann sagst du in München, also das sind nicht verschiedene Welten, also für mich sowieso nicht. Ich wohne im Landkreis München und ich muss dir nicht beschreiben, wie kompliziert es ist, von dem Münchner Landkreis sozusagen in die Stadtbusse, wie das aufgeteilt werden muss. Alleine schon bei den Landkreisgrenzen hast du diese Problematik, weil du auch die verschiedenen Netzverbünde hast. Also du musst im Prinzip schrittweise hingehen und die Verbünde aneinander anpassen. Der Paul in Niedersachsen, da kann ich den Niedersachsen loben, der hat zum Beispiel ein komplettes Landesticket, der kann alles abfahren. Der kann bis Hamburg fahren. Völlig wurscht. Ja? Also insofern, aber diesen Einstieg wollen wir natürlich als SPD machen. Aber wenn du mich dann noch fragst, die SPD im Tief. Ich bin der festen Überzeugung, dass ganz viele Menschen überhaupt nicht mehr ein Gefühl für die SPD zum Teil haben. Und das ist aus einem Grund. Die SPD hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten, also so ewig bin ich auch noch nicht dabei, aber ich kann dir zum Beispiel nicht sagen, was haben wir denn tatsächlich für eine Idee von Klimaschutz? Was ist denn da unsere Vision? Was ist denn unsere Idee? Oder was ist unsere Idee, und das ist etwas, was mich total umtreibt, Weltwirtschaftshandel. Wenn du dir anguckst, dass in Ghana die Menschen ihren einzigen Rohstoff, den sie haben, das ist Kakao, wenn sie den aufgrund der Zölle, die auch von Europa mit verursacht werden, nicht mehr exportieren können, ja, wundern wir uns denn dann, dass die Menschen gehen? Sie müssen gehen. Und diejenigen, die wegen dem Klimawandel
deren sozusagen Heimat vertrocknet. Ja, wo sollen die denn leben? Die müssen gehen. Und das ist der Punkt. Wir verursachen durch unsere Handlungen auf der anderen Seite des Planeten nämlich die Fluchtursachen. Und darüber müssen wir endlich reden. Und wir sollen nicht über CETA oder irgendwas anderes, sondern darüber reden. So, und jetzt bist du dran. Ja, und genau das. Jetzt schaust du mal deine Genossinnen und Genossen von oben um dich und sagst ihnen genau diese vernünftigen Sätze, die du eben uns hier weißt gesagt hast. Weißt du was? So, weißt du da was? Gehst nein, du weißt du, was ich mache? Ich bin. Und dann, pass auf, ich habe noch, weil, wie kann sich die SPD wieder bemerkbar machen? Es gibt meiner Meinung nach ein ganz einfaches Ding. Einfach mal bei verschiedenen Sachen laut zu sagen, nein, nicht mit uns. Punkt. So. Dann ist mir keine, so, dann ist mir keine Dagegenpartei, weißt du? Nein, weil dann heißt nicht. Ja immer gleich Dagegenpartei, ist mir nicht, sondern einfach mal nein, sagen, okay, bis mal. Hierher und nicht weiter. Ganz kurz noch, ich habe die Sondierungsgespräche noch im, es kann doch nicht sein, lasst euch doch von den Gamsbärten nicht am Nasenring durch die Manege ziehen. Sagt doch einfach mal nein, wir haben irgendwas und das muss wieder kommen. Und dann ist die SPD auch wieder zumindest mal, also sagen wir mal, naja, also nicht ganz verschwunden, aber das könnte schon ein bisschen nach oben bringen. Einfach wieder deutlich werden und Nein sagen. Ich bin ja seit einem halben Jahr jetzt stellvertretende Bundesvorsitzende, abgesehen davon, dass ich das Wort Wohnen hier oben eintätowiert habe. Okay, aber das ist für mich das Hauptthema in ganz Deutschland übrigens, dass die Menschen wirklich sich ihr Dach über dem Kopf entweder nicht mehr leisten können oder sie Angst haben, einfach wenn jemand saniert und so weiter. Sie kennen das alles. Und das ist eines der größten Probleme, weil eine alte Freundin von meiner Mutter in München, deren Wohnung ist saniert worden und die hat immer gelebt in München, die ist da aufgewachsen. Und dann sagt die zu mir, Mensch, tu doch was. Und die hat keine Wohnung mehr in München gefunden und die wohnt jetzt 40 Kilometer entfernt. Freundinnen, alles weg. Und das ist wie Heimat. Da verlierst du auch deine Heimat sozusagen. Aber übrigens das, was ich jetzt hier gerade mit meinen zwei Sätzen gesagt habe, was meinst du, wie oft ich das jetzt schon gesagt habe? Das ist ja auch gut. Die werden beweglich. Leg mal Olaf Scholz eine Kanüle, wo das reinträufelt, dass er das jeden Tag kriegt. Urban hat sich auf Olaf Scholz, Merkel ist jetzt weg, jetzt kommt Olaf Scholz. Bitte, Christeldamm. Wir wollen noch die Toilette. Haben wir immer doch am Anfang das Klo, also wenn das nie gelangt hat. Ich würde noch schnell eine Abschlussfrage stellen wollen, oder? Ich glaube, es geht gleich zu Ende. Ja, wir wurden ja mal ein halbes Jahr gar nicht regiert, ne? Also ich habe es ehrlich gesagt nicht gemerkt. War eine schöne Zeit. War eine schöne Zeit, genau. Und danach haben wir dann so unglaublich neue Stars am Polithimmel gehabt, wie zum Beispiel eine Frau Bär oder einen Herrn Sauer. Ja, wirklich tolle Leute, die wir mittlerweile haben. Und frage ich mich, hat denn die SPD auch so einen Joker im Ärmel? Und wie sieht es denn aus? Weil wir haben ja dringend eine Digitalministerin gebraucht. Was ist da in Bayern geplant, jetzt für den Wahlkampf aktuell? Frage an Natascha und Frage an Urban. Wie lange gibst du denn der aktuellen GroKo noch bis fertig ist, ja. Das also wäre so. Ich muss jetzt eins sagen. Natascha, bitte. Wenn du mir einen Gefallen tust für Bayern, sollte also irgendwo was möglich sein in irgendeinem Verbund. Bitte nicht so etwas Ähnliches wie Dorothee Bär. Bitte. Ja, aber ehrlich gesagt. Das halte ich nicht nochmal aus. Ich teile aber auch schon überhaupt nicht die Einschätzung von der Frau. Nein. Sorry, also deswegen bin ich so ein bisschen so. Was will ich mit der? Nein, die Frage war ja, haben wir in Bayern was Ähnliches vor? Habt ihr noch einen Joker im Ärmel, den man jetzt bringen könnte? Wie Dorothee Bär. So eine Überraschung, aber die kommt doch ziemlich gut an. Wenn man so ja. Gestern hatte sie ein Interview auf Bayern 3 auf der Autobahn, ungefähr 1,5 Stunden lang. Und Weil die Digidoro hat 1,5 Stunden lang geredet. Das ja, ist toll. Genau. Ich habe die einmal in der Tagesthemen gesehen und einmal im Heute-Journal. Und da hat sie über Flugtaxis geredet. Da hat gesagt, ja, was wir brauchen, sind Flugtaxis. Hihi. Da habe ich gesagt, oh, da haben wir jemanden mal von internationalem Format, der Donald Trump intellektuelles Hirnwasser reichen kann. Wir reden über die Digitalisierung. Dorothee Bär war unter Dobrindt 4 Jahre lang Staatssekretärin, zuständig für was? Für digitale Infrastruktur. In diesen 4 Jahren ist nichts passiert. Was kriegt sie zur Belohnung? Ein Ministerium für digitale Infrastruktur. Wenn die SPD auch nur ansatzweise so etwas aus dem Ärmel
zaubern wird mir nicht sagen, was sich drin versteckt hat, dann würde ich sagen, okay, also dann verliere ich den Glauben ganz. Ich hoffe, dass noch ein bisschen was Besseres da ist. Ja, also mir fällt es auch schwer, ehrlich. Sorry, ich hatte die nämlich in meiner Sondierungsgruppe da sitzen. Ja, naja, gut. Ihr habt doch, wir haben das schon gemerkt. Nein, wir nehmen gar nichts ernst heute. Ehrlich gesagt. Wenn wir ernste Diskussion machen würden, wäre ich nicht da. Und ich finde, ihr habt einen ziemlich sympathischen Joker hier in Aschaffenburg. Ja, siehst du, ja, das machen wir können. Hör ich mir auch jetzt noch ein bisschen an. Selbstverständlich, viel kleiner ein bisschen. Nein, alles gut. So, jetzt haben wir hier noch die Sophie. Ja, hallo, Sophie vom Ortsverein Stadtmitte. Und ich wollte eigentlich mal auf den Button nochmal zurückkommen, was auch mit der Frage vorher zusammenhängt. Würdest du, Natascha, heute auch statt ein Atomkraft, nein danke, ein erneuerbare Energien, ja bitte, Button tragen? Und das Ganze auch ein bisschen mit dem Thema Nachhaltigkeit vielleicht verbinden, weil darin ja auch ganz viele soziale Themen behandelt werden können. Und jetzt kam ja der Indikatorenbericht von Deutschland raus letzte Woche und wir sehen ja ziemlich schlecht aus, was das Erzielen von einigen Nachhaltigkeitszielen betrifft. Und wie ist da die SPD Bayern aufgestellt? Weil ich meine, wir sind von der Fläche her sehr groß. Wir könnten ökologischen Landbau fördern. Was machen wir dabei? Also einmal, ich habe ja dann Biologie studiert, also Biochemie. Und ich habe Photosyntheseforschung gemacht, was ich wiederum aus dem Atomkraft-Nein-Danke-Gor leben soll. Leben, FCKW, nein, mein Vater fand mich immer super schrecklich. 100 dem Wald zuliebe fahren und so. Ich saß immer hinter ihm und habe... War das bei dir auch so, oder was? Na, heute, danach haben wir so gesagt, wir haben jetzt die Katalysatoren. Du musst 200 fahren, dann wachsen die Bäume schneller. Okay, damit will ich dir nur sagen, was immer mein damals sozusagen mein durchgehendes Ding war. Und ich habe dann auch Photosynthese. Und ehrlich gesagt, die Photosynthese ist der Kreislauf, der alles überhaupt möglich macht. Und die Natur macht uns exakt vor, apropos Erneuerbare, wie es funktioniert, wie du Energie herstellen kannst, ohne dass du etwas hinterlässt, was Generationen über Millionen Jahre tierisch noch bereuen werden. Damit könnte man mal über Asse reden und so weiter. Was da guckt jeder Umweltminister einmal rein, macht wieder zu und sagt, und weiß eigentlich nicht, was er damit machen soll. Also wir haben da noch was auf den Schultern und im Rucksack, was irrwitzig ist. Und da war übrigens auch, und da mache ich jetzt mal SPD-Bashing, die SPD war viel zu lange auf dem Atomkurs. Und die ist ja erst dann im Prinzip auf einem Parteitag ziemlich spät sozusagen erst ausgestiegen im Kopf. Aber wir hier in Bayern, und ich habe die Energiepolitik in den letzten 4 Jahren oder fast fünf Jahren im Bayerischen Landtag gemacht. Wir hatten ein nach Fukushima, das werde ich nie vergessen, nach Fukushima, hat übrigens der damalige Umweltminister, der hieß damals Söder, nach Fukushima ist er allen, war sich nicht zu blöd, an dem Tag, an der Debatte nach Fukushima eine grüne Krawatte anzuziehen. Da habe ich gedacht, nee, echt nicht. Aber er hat sich dann zumindest für den Ausstieg entschieden und er kann auch überhaupt nicht mehr zurück. Aber eine Überzeugung war das nicht, sondern das war der Druck der Straße, wer sich 2009, 2010 erinnert. Und da hat die Bayern-SPD die ganzen Demos übrigens angeführt. Und da habe ich übrigens meinen Job damals angefangen, 2009 als Generalsekretärin. Und habe gesagt, Mensch, des Atomausstiegs, das Laufzeitthema ist ein Riesenthema. Und da war die Antwort in der SPD, das ist kein emotionales Thema, das liegt nicht bei uns, das wird bei uns nicht verordnet. Und dann habe ich einen tollen Schatzmeister gehabt, den ich heute noch habe, und den habe ich angerufen und habe gesagt, du, ich finde Atomkraft ist Laufzeitverlängerung, Ausstieg und so weiter ist ein Riesenthema. Und dann sagt er, und der ist total trockener Typ, sagt er, ja, das ist ein emotionales Thema. Und das war natürlich null emotional, wie er das geäußert hat, und hat gesagt, hier hast du 5.000 Euro, mach eine Demo. Und die haben wir damals gemacht. Damit war der Beginn. Und dann haben wir die Energiepolitik im Landtag gemacht. Und dann kam aber etwas, was mich echt geschockt hat, diese sogenannte 10H-Regel. Kennen Sie noch? Also die ist ja jetzt leider, greift die ja, dass wenn ein Windrad 200 Meter hoch ist, müssen Sie es mal 10 nehmen, 2000. So weit entfernt, 2000 Meter, muss ein Windrad von jeder inneren Bebauung sein. Was hat das zur Folge? Wenn Sie sich die Fläche Bayerns angucken und das umsetzen, dann bleibt 4% der Fläche übrig.
damit ist die Windkraft im Eimer. Und wir haben nicht glauben können, dass die Energiewende tatsächlich damit zum Erliegen kommen soll und haben geklagt vor Gericht. Und ich werde dieses Gerichtsverfahren nie vergessen. Mein Vater ist auch Jurist, aber das, was die, wir haben nämlich verloren. Die 10H-Regel kann greifen und übrigens ist es heute so, es wird kein Windrad mehr gebaut. Null. Keine Beantragung mehr. Und die Kommunalpolitiker sagen übrigens, die dürften es nämlich, die müssten es nur mit ewigen Debatten durchsetzen bei sich daheim und die sagen, wir sind doch nicht die Deppen. Die Landesregierung sagt, sie will sie nicht und wir sollen sie durchfechten auf der kommunalen Ebene. Ich werde aber nie den Richter vergessen und das war der einzige Moment, wo ich gesagt habe, ich mache keine Politik mehr. Die Begründung dieses Urteils lautete dann, juristisch ist nicht zu bewerten, ob ein Windrad rentabel ist und deswegen empfehlen sie, niedriger zu bauen. Das heißt, es ist egal, ob es sich lohnt oder nicht, sondern ein Windrad kann auch 140 Meter hoch sein und dann bleibt nämlich ein bisschen mehr Fläche in Bayern übrig. Und dann habe ich mich gemeldet und habe gesagt, das Problem ist physikalische Natur, da weht kein Wind. Da ist sogenannte Windhöfigkeit nicht vorhanden. Das ist aber juristisch nicht zu bewerten. Und damit, also jetzt kann ich wieder drüber lachen. Damals bin ich raus aus dem Gericht und habe gesagt, so, ich gehe zurück ins Labor, weil das ist ja völlig irre hier. Na, und das war halt die Entscheidung und daran krankt es heute noch. Das heißt, die 10H-Regel muss, und das steht auch in unserem Programm, weg, damit wir wieder nach vorne kommen bei der Windkraft. Weil, und das ist ja auch das Faszinierende an so einer Energiewende, man kann sie nämlich machen mit aller Logik. Man kann die verschiedenen Mosaiksteine zusammensetzen mit den Leuten. Und es war ja auch eine Einigkeit da, bis zu dem Moment, wo der Ministerpräsident in seinem gnadenlosen Populismus meinte, unsere schöne Kulturlandschaft wird verschandelt und verspargelt. Das ist natürlich völlig absurd gewesen. Aber damit hat er wieder gezündelt und dann kam noch die Trassendebatte, nochmal gezündelt. Und das Verrückte dran ist, wenn wir zum Beispiel im Landtag, haben wir so einen sogenannten Girls Day, kommen 180 junge Frauen aus allen möglichen weiterbildenden Schulen und die müssen immer Landtag spielen. Und ich habe immer die Gruppe Atomkraft, Windkraft gegeneinander. Die müssen da eine Diskussion führen. Und mein Problem ist, dann sage ich immer, bitte entscheidet euch, in welcher Gruppe ihr argumentieren wollt. Und dann sitzen die 25 Mädchen, die in meiner Gruppe sind, alle immer bei der Windkraft. Die wollen alle Windkraft. Und ich sage, jetzt müssen leider welche rüber zur Atomkraft und für die Atomkraft argumentieren. Die Jungen wollen überhaupt nicht mehr. Für die ist die Veränderung der Landschaft völlig normal, weil die das mit einer Zukunftshoffnung auch irgendwo verbinden. Und insofern sind wir da, sag ich mal, bei der Energiepolitik auf einem völligen Holzweg in Bayern, weil so kriegen wir die Energiewende, und da redet übrigens im Moment niemand drüber, weil alle glauben, bis die ganzen Trassen kommen, geht noch ein bisschen Zeitverschiebung, das wird uns tierisch auf die Füße fallen, beziehungsweise wir importieren den ganzen Krempel aus dem Ausland. Da sind aber wir Bürger schon auch ein bisschen gefragt. Also ich bin neulich 2 Tage quer durch Franken gefahren und es ist dann schon toll. Dann fährst du durch Ortschaften, das ist kein Witz, du fährst durch einen Ort, da steht dann, es ist keine Windräder. So, dann fährst du 10 Kilometer weiter, dann heißt kein Südlink. Dann bist du wieder 10 Kilometer weiter und dann heißt bei uns keine Solarflächen auf unseren Feldern. Dann habe ich gesagt, dann müsst ihr euch halt entscheiden. Entweder stellt jeder sich so einen kleinen Atommeiler in den Vorgarten oder ihr macht halt kalt. Es gibt aber einen Professor in Regensburg, der ist inzwischen an der Technischen Hochschule da, und der hat was Schönes gesagt. Ganz früher war die Energieversorgung unter der Erde, Öl, Gas. Dann ist sie auf die Erde gekommen, aber zentral Atomkraft. Also sprich, uns ist es nämlich relativ herzlich wurscht, ob Grafen Rheinfeld oder Gundremmingen, wenn man uns die Krebsrate von Kindern und so weiter... Egal, weil das ist ja weit weg. Zentral irgendwo, berührt mich nicht. Und jetzt mit den Erneuerbaren ist sie verteilt, dezentral in der Landschaft. Und da sagen wir dann plötzlich, nee, wollen wir nicht. Also dann müssen wir uns tatsächlich, wie du sagst, irgendwann mal entscheiden. Was wollen wir denn eigentlich? Und da bist du dann bei der ganzen sozialen Frage. Ja, das stimmt. Die Menschen sozusagen, und da bist du auch bei zum Beispiel Ernährung, die Menschen, die nicht Bio und so weiter sich leisten können, die sind diejenigen, die sozial schwieriger dran sind. Diejenigen, die an den Riesenstraßen, dann sind wir beim Dieselverbot und Luftverschmutzung, die an den Riesenstraßen wohnen, sind nicht diejenigen, die. Und das kannst du durchziehen. Und deswegen ist exakt, und damit, ich habe es auch schon in den Bundesvorstand eingebracht, ja, naja, Gott, du, das muss erstmal bei denen ankommen. Sorry. Ja. Oh ja. Oh, das ja, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Du bist ja noch jung. Ich nehme dich mit. Also, du siehst, ich könnte jetzt weitermachen.
Ja, wenn Sie einverstanden sind, wenn ihr einverstanden seid, würden wir jetzt zur Schlussrunde kommen. Ich gucke jetzt mal hier oben zu den beiden, noch keine Speisperlen. Ich hätte leer, also wir können jetzt dann schon aufhören. Genau. Darf's mit mir teilen. Einer geht. Die Schlussrunde, 1, 2, 3 Fragen. Oder du. Ich hatte sich noch jemand, du, Michael, du hattest dich vorhin gemeldet. Du hattest die Frage schon beantwortet. Mit 33 hast du angefangen. Ja, ja. Ja, also oder anders. Ich habe eine politische Aktion gemacht, die haben wir bitter bezahlt. Da waren wir in der 13. Klasse. Ich hatte ja noch 13 Klassen. Da war damals, da können sich, glaube ich, schon noch einige daran erinnern, der Mikrozensus, Volkszählung. Ja. Erinnern sich? Wo die Lehrer alle plötzlich Volkszählung machen mussten und so weiter. Und meine Mutter war auch klasse, also die zweite Frau meines Vaters, eine tolle Frau, die sagte, komm, wenn mein Vater war ja Anwalt, und dann sagt sie, ach, das ist nie bei uns angekommen, nimmst du, zerreißt und spülst dann die Toilette runter. Und sie dachte mir, okay, wenn die auch so krass drauf ist. Wir haben dann zu dritt ein Flugblatt gedruckt und ich werde es nie vergessen, ich habe es nämlich vor kurzem gefunden, da habe ich draufgeschrieben, nur Schafe lassen sich zählen. Und dann haben wir draufgeschrieben, warum wir gegen den Mikrozensus sind, und haben einen fatalen Fehler gemacht, was wir einfach nicht wussten. Wir haben kein VISDP draufgeschrieben und unser Mathelehrer hat uns allen erstens angezeigt. Und dann mussten wir damals 1.300 D-Mark zu viert zahlen. Und mein Vater hat mich das auch gnadenlos zahlen lassen, weil er ja Anwalt war. Und mein Bruder sagte immer, ich besuche dich dann im Knast und so weiter. Auf jeden Fall, mein Vater hat nämlich eine Angewohnheit. Immer wenn ich, jetzt hat er zweimal in meinem Leben gemacht, immer wenn ich irgendeine Grenze überschritten habe, musste ich mit ihm nach Salzburg fahren, ins Café Tomaselli. Und im Café Tomaselli hat er mich dann immer ein bisschen zur Brust genommen, hat mir erklärt, was alles nicht geht im Leben und was schon geht. Ich musste aber nur zweimal mit ihm ins Café Tomaselli fahren und das war das eine Mal. Das heißt, da war für mich schon irgendwo klar, aber der echte Einstieg kam dann mit der Realität sozusagen. Du denkst immer, also so ging es mir, du denkst immer, boah, du schaffst alles und wenn du gut bist und tschakka tschakka. Und dann kommt der Moment, wo boom, dann stehst du da und merkst, du kannst gar nicht, und dann lernst du wahnsinnig viel, eben Kinderbetreuung. Keine Selbstverständlichkeit, musst du dir erkämpfen. Kommunalpolitik, für mich die beste Ebene der Politik, weil die ist unglaublich. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir in den Supermarkt gehe und mir klopft jemand auf die Schulter, dann geht es da nicht um irgendwas in Berlin oder sonst was, sondern die Hecke da hinten ist immer noch nicht richtig geschnitten und der Kreisverkehr funktioniert immer nicht. Frau Kuhn, machen Sie doch mal jetzt endlich und reden Sie doch mal mit dem Bürgermeister. So geht's doch nicht. Aber das ist ja eigentlich toll, weil die Leute dich wirklich direkt damit verbinden. Und deswegen rate ich allen, egal welche Altersklasse, wenn sie in die Kommunalpolitik reingehen, egal in welche Partei, also nicht ganz egal, gibt so eine, da würde ich sie jetzt nicht gerne reinlassen, oder zwei, aber sagen wir mal, die wirklich demokratisch organisierten, machen sie es, weil das bringt wirklich ungemein viel. Und man kann sich direkt vor Ort lernen, wie man sein eigenes Leben auch mitgestalten kann. Aber die Voraussetzung für Politik ist, finde ich, man muss Menschen mögen. Und das ist, glaube ich, die Grundlage von allem. Weil es gibt ja manche, die sind ein bisschen anders. Ja, das war ein schönes Schlusswort. Ja? Nehmen wir gleich frisches. Fast, liebe Natascha, liebe Urban, fast ein Schlusswort. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, es war wunderbar, es war schön, es war unterhaltsam und gleichzeitig politisch und pointiert, so wie wir es von den beiden gewohnt sind. Herzlichen Dank. Na, Hallamasch. Und lieber Urban, es gibt ein Datum und das ist der 14. Oktober und ich würde gerne nochmal an das anknüpfen, was du gesagt hast, die Selbsttherapie und der Rückblick Agenda 2010, das würde ich gerne nach dem 14. Oktober dann verschieben wollen. Angehen wollen. Ja eben, bloß nicht verschieben. Ihr habt lange genug angehen, das ja, meine ich. Ja, meine Damen und Herren, ein schöner Abend geht zu Ende und unser Ziel muss es sein und ist es, liebe Natascha, dass wir die absolute Mehrheit der CSU im Bayerischen Landtag verhindern. Es braucht die SPD, es braucht uns Sozialdemokraten. Das ist schon nicht so, dass wir die absolute Mehrheit kriegen. Ja, ja. Das muss unser gemeinsames Ziel sein und
Auch hier in Aschaffenburg brauchen wir ein aktives und gutes Miteinander und Füreinander. Und wir müssen allen radikalen Kräften in unserer Gesellschaft couragiert und mutig entgegenwirken. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und denken Sie dran, am 14. Oktober sind Landtagswahlen. Herzlichen Dank für Ihr Kommen. Herzlichen Dank nochmal dir, liebe Natascha. Dankeschön. Herzlichen Dank, lieber Urban. Dankeschön. Danke dir. Ach, komm. Mein ganzer Zettel völlig umsonst. Im Verbeugen? 1, 2, 3. Nochmal. 1, 2, 3. So, Dankeschön. Gehen wir gleich hinterher ans Trinken. Ja, oder? Genau.